Welcome to the Einstein Forum. I'm Susan Neiman. I'm the director of the Einstein Forum. And this is the beginning of our conference, Crises of Credibility. Believe it or not, there were moments in-house when we were trying to describe this conference, and we took a long time coming up with a title because our real question was, what the hell are we going to do about the current states of affairs? And you will see from your programs, we have a rich and diverse group of people who will be speaking. I should also say we save our best programs for the end of our summer program when we, our wonderful international board can be with us, often as speakers and certainly as enthusiastic participants. Opening the program today is Franziska Schreiber. Does everyone who needs a headset and a simultaneous translation have one? We have all native, we have everybody who speaks German. Well, that's wonderful, that will make it easier. I invited Franziska Schreiber because about a year ago I read her book, Inside AfD, when I was trying to understand certain things about the AfD for myself, and was immensely impressed with the clarity and, I must say, courage in which she describes her own journey from an enthusiastic new member of a new party, who quite quickly came to take over a number of real responsibilities for the party, became disillusioned with it for reasons that she will tell us. And we thought, given that so many of us in the audience are so concerned about the rise of right-wing populism, of fake news, and Franziska describes extremely clearly how she herself faked quite a bit of news, I thought we could have no better opening to this conference than to invite her. So she is going to speak. Ja, dann muss ich ja eigentlich nicht auf Englisch sprechen, wenn alle Deutsch sprechen. Okay, gut. Also, sie wird ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten erzählen aus ihrem Buch. Sie wird nicht daraus lesen. Danach habe ich eine Menge Fragen an Sie, dann werden wir ein Gespräch führen. Und wir haben dann danach mindestens eine Stunde Zeit für Ihre Fragen und Kommentare. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute Abend hier sein darf. Das freut mich ganz besonders. Ich entschuldige mich bei allen, die jetzt ein Headset aufhaben müssen, aber glauben Sie mir, mein Englisch wäre die größere Zumutung gewesen für Sie. Ohne mich selbst loben zu wollen, glaube ich, dass ich sehr glücklich sein kann mit dem Thema Ihrer Tagung, denn glaub es oder nicht, oder believe it or not, ich bin in der komfortablen oder in der ziemlich einzigartigen Situation, rückblickend sagen zu können, dass ich eine Zeit meines Lebens lang von etwas überzeugt war, was die ganze restliche Gesellschaft zu Recht für den allergrößten Unsinn gehalten hat. Und wie sich das im Nachhinein anfühlt oder was es mit mir angestellt hat, da werden wir sicherlich später noch weiter drauf kommen. Aber ich möchte vor allen Dingen diesen Abend heute nutzen, um vielleicht einen kleinen Dolmetscherfunktion zu übernehmen, wie es sich anfühlt, wenn man sich von der ganzen restlichen Welt nicht verstanden fühlt und wie wir vielleicht ein Stück weit diese Menschen aus dieser für sie selbst am allergefährlichsten
aussehenden Blase, wie wir die vielleicht oder einige davon wieder rausholen können. Das ist ein großer Anspruch, das möchte ich gleich am Anfang sagen. Und es ist eine Herausforderung, die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. Wir sind in einer Situation, in der erstmals keine einzige These, egal wie unglaubwürdig oder egal wie absurd sie einem normaldenkenden Menschen vorkommen muss, undebattiert oder einfach feststehen kann. Das ist neu, denn wir haben in den sozialen Netzwerken eine Situation, die durch bestimmte Einstellungen in den Algorithmen verursacht wird, die für Unterhaltungsangebote sehr effizient und auch sehr angenehm sind. Das heißt, ich bekomme Inhalte angeboten, die mir gefallen oder die auch meinen Freunden gefallen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass mir das auch gefallen wird. Facebook und Twitter, YouTube und auch Google machen das grundsätzlich richtig. Es gibt ein Problem daran, dass sich nämlich im Bereich der Politik sehr schnell Filterblasen bilden können, die komplett abgeschirmt sind vom gesamten Rest der Welt. Und die teilweise entweder gar nicht mitbekommen, dass ihre Ansichten nicht die Ansichten der stillen Mehrheit sind. Dieser Glaube herrscht ja innerhalb dieser Filterblasen, ja, dass das eigentlich ja jeder denkt, aber sich nicht traut auszusprechen offensichtlich, denn da draußen gibt es ja Leute, die das anders sehen. Und diese spezielle Situation in den sozialen Medien, die verschärft die Gefährlichkeit von Fake News und von Verschwörungstheoretikern, die früher keine Macht gehabt hätten, die sich in sehr kleinen Zirkeln bewegt haben und die jetzt eine unglaubliche Macht bekommen. Und es gibt Fälle davon, das ist völlig harmlos, ja, da brauchen wir uns keine weiteren Gedanken drüber machen, ob jetzt jemand daran glaubt, dass die Mondlandung stattgefunden hat oder nicht, das betrifft uns alle in unserem Alltag oder für unser gesellschaftliches Überleben wenig. Es gibt andere Themen, wo wir dringend darauf angewiesen sind, dass eine möglichst große Anzahl, die sich der 100% so nah wie möglich annähert, uns in diesem gesellschaftlichen Konsens folgen. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass der Holocaust stattgefunden hat, wenn ein Beispiel. Ein anderes Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, wo das auch wichtig ist, ist zum Beispiel der Klimawandel, dass dieser Klimawandel real ist. Auch das ist wichtig, dass möglichst viele Menschen davon überzeugt sind. Und es ist auch wichtig, dass wir uns gemeinsame Überzeugungen teilen, die nicht angegriffen werden, zum Beispiel, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Und für alle diese Thesen gibt es Menschen, die halbwegs, ich möchte nicht sagen logisch, aber doch einigermaßen charismatisch ein Gegenangebot für diese Überzeugungen bieten. Und wir können uns eben nicht mehr darauf verlassen, dass das alles Spinner sind, sondern es gibt teilweise sehr perfide Möglichkeiten, damit auch Geld zu verdienen. Es ist längst nicht nur eine Gruppe von Abseitigen. Es ist längst ein Geschäftsmodell geworden, den Mainstream in Frage zu stellen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass durch die Globalisierung sich diese Kräfte weltweit vernetzen. Und wir stehen einem ernstzunehmenden Gegner in vielen Bereichen gegenüber, der über finanzielle Mittel verfügt, der über hervorragende Technologie verfügt, über Know-how in den sozialen Netzwerken. Und wir machen einen Fehler, wenn wir leichtfertig mit Aussagen umgehen, nur weil sie absurd sind. Ja, wofür ich werben möchte, ist, ich lese immer wieder, wenn ich in den sozialen Netzwerken unterwegs bin, dann habe ich es mir angewöhnt, wenn ich auf solche Aussagen treffe, in meinen Kundendienstmodus zu gehen. Ich habe eine Zeit lang, als ich jünger war, habe ich in den Ferien immer mal für den Kundendienst einer Bank gearbeitet. Und ich habe dort natürlich gewisse Sachen gelernt, wie man neutral mit Menschen spricht, auch wenn sie aufgebracht sind. Und in diesen Modus gehe ich immer, wenn ich solche Aussagen bekomme und teilweise entwickeln sich sehr gute Gespräche. Was ich aber immer wieder höre bei Leuten, die mich in dieser Diskussion eigentlich unterstützen möchten, die sagen dann, die antworten auf Beiträge, indem sie sagen, darüber debattiere ich 2019 nicht mehr. Und das ist ein Fehler, denn was ich Ihnen sagen möchte ist, es gibt keine einzige Überzeugung oder keine einzige Tatsache, die 2019 so feststeht, dass wir nicht über sie debattieren müssen und dass wir sie nicht mit Argumenten und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verteidigen müssten.
Und das, da diese Notwendigkeit, das zu tun, sieht man an meinem Beispiel, denn es ist nicht immer, auch hier möchte ich mich nicht loben, aber es ist nicht immer eine Frage der Intelligenz. Ich halte mich nicht für einen dummen Menschen und trotzdem ist es mir passiert, dass man mich in einer Blase davon überzeugen konnte, dass Dinge nicht real sind, die offensichtlich real sind. Und ja, ich glaube, Frau Neimann hat ganz viele Fragen zu den Details vorbereitet. Und ich freue mich darauf, ich freue mich auch auf Ihre Fragen, wenn Sie denn welche haben. Und ja, ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir einen guten, erkenntnisreichen Abend zusammen haben werden. Vielen Dank. Ja, ich hatte mir eine Menge Fragen aufgeschrieben, aber erstmal habe ich eine Frage zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Wie kommt dann die Wissenschaft durch? Das heißt, Sie sprechen jetzt vor nicht alle, also es ist eine diverse Gruppe von Menschen, aber viele hier sind eben Wissenschaftler. Und wir fingen leider, als wir dieses Thema diskutieren wollten, letztes Jahr, von dem Erkenntnis an, das, was wir an Standards und von Glaubwürdigkeit, an Beweisen, an Evidenz, an Argumenten, das, was wir gelernt haben, was wir versuchen, ehrenhaft zu praktizieren, spielen keine Rolle mehr. Und Sie sagen aber, das freut mich natürlich zu hören, dass man eben mit solchen Mitteln doch an Aussagen wie es gab keinen Holocaust oder es gibt keine Klimaveränderung, dass man doch mit solchen Argumenten durchkommt. Wie? Sagen Sie uns. Ich glaube, was wichtig ist, gerade für Wissenschaftler, ohne sie unter einen Generalverdacht stellen zu wollen, aber oftmals ist die Erwiderung bei Wissenschaftlern zwar inhaltlich völlig richtig, aber sie ist nicht angepasst an den Empfänger, der sie erhalten soll. Denn ganz oft ist mit Aussagen, gerade wenn sie besonders provokant sind und besonders abwegig sind, wird ja nicht nur eine Tatsache angegriffen, sondern es wird meistens ein ganzes Glaubenssystem angegriffen, ein ganzes Gesellschaftsmodell angegriffen. Und in diesem Punkt ist es besonders aus meiner Erfahrung heraus wichtig, nachzuhaken, warum das passiert. Welche Emotion steckt eigentlich dahinter? Ist es die Angst vor der Globalisierung? Ist es das mangelnde Selbstbewusstsein, vielleicht zu glauben, dass man in dieser neuen vernetzten Welt nicht mithalten kann? Ist es vielleicht die Überforderung, weil sich die Veränderungen zu schnell vollziehen? Sind es vielleicht persönliche Erfahrungen, die einfach hochgerechnet werden? Also da gibt es ganz verschiedene Methoden. Und auch da, ich höre immer wieder dann zu sagen, ja, damit relativieren wir aber gewisses Gedanken. Gut, na, das machen wir nicht, weil ich glaube, indem wir effizient antworten und effizient heißt zugeschnitten auf die emotionale Situation meines Empfängers, denn ganz selten geht es wirklich um Fakten, gerade von Leuten, die selber keine Wissenschaftler sind. Die leugnen ja nicht den Klimawandel, weil sie eine sehr saubere Studie selbst ausgearbeitet haben, die den Klimawandel widerlegen würde, sondern sie leugnen den Klimawandel, weil sie eine absolute Todesangst haben vor der Vorstellung, dass nicht nur die Möglichkeit besteht, dass die Menschheit untergeht, sondern dass auch noch die Möglichkeit besteht oder sogar die große Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass sie in ihrem gesamten Leben, was sie ja so schon hinter sich haben, dass sie dazu beigetragen haben. Das ist ja eine Tatsache, mit der man erstmal umgehen können muss, auch emotional betrachtet. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn zum Beispiel, ich nehme ein ganz anderes Beispiel, die Gleichberechtigung. Es werden Zahlen abgestritten, dass Frauen immer noch anders in der Arbeitswelt behandelt werden als Männer. Ja, warum ist das der Fall? Gerade von wem wird denn das sehr häufig gemacht? Von Älteren, ohne auch da wieder, es geht mir nicht generell um diese Gruppe, aber sehr, sehr häufig wird es aus der Gruppe
älterer weißer Männer abgestritten, weil sie natürlich ein Problem mit ihrer Verantwortung aus der Vergangenheit haben. Auch das ist eine emotionale Situation, mit der man erstmal umgehen können muss. Und da ist meistens ist der Schritt dorthin, dass man die Leute abholt und wieder auf den zurückholt, der ist gar nicht so groß, wenn man es schafft, eine Beziehung aufzubauen. Und ich glaube, das ist wichtig. Man muss respektvoll und freundlich bleiben, auch wenn vermeintlich der wenn es vermeintlich ein Angriff ist. Also auch ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, ich werde sehr, sehr oft angegriffen in diversen, auf diversen Mitteln, in den sozialen Netzwerken. Seitdem Sie das Buch geschrieben haben. Seit ich aus der AfD öffentlich ausgetreten bin und das auch begründet habe, also schon vor dem Buch. Aber ja, auch das Buch hat nicht geholfen. Es ist nicht besser dadurch geworden, das kann ich auch sagen. Aber es ist mir sehr, sehr oft passiert, dass indem ich auf der sachlichen Ebene geblieben bin, aber eben auch auf der emotionalen Ebene. Ja? Also ich kann verstehen, dass du große Hoffnungen in die AfD gesetzt hast. Ich kann nachvollziehen, dass du unzufrieden bist mit vielen anderen Parteien. Ich verstehe auch, dass du dich vielleicht darüber ärgerst oder dass du dir das wie ein Verrat vorkommt, was ich gemacht habe. Aber, und dann ne, antworte ich respektvoll. Und sehr oft ist es schon passiert, das sind Leute, mit denen ich teilweise heute noch schreibe und die mir jetzt gerade kürzlich erst zum Geburtstag gratuliert haben. Ja? Also man kann solche Leute zurückholen, wenn man sich selber, wenn man sich nicht angegriffen fühlt oder zumindest nicht angegriffen reagiert. Ich glaube, das ist wichtig, denn sehr oft, glaube ich, sind das auch Hilferufe, die einen da erreichen. Und gerade die Wissenschaft hat vielleicht die große Aufgabe, aber auch die besondere Möglichkeit, diese Hilferufe nicht nur auf Faktenbasis, sondern auch in einer pädagogischen, in einem humanistischen Ansatz, pädagogischen Sinne, die Leute zu beruhigen. Denn wir können ja nicht leugnen, dass die emotionalen Herausforderungen auch für die Menschen des Westens sozusagen, die sich einer Menge Verantwortung gerade auch gegenüberstehen, auch aus der Vergangenheit, dass das teilweise auch zu Überforderungserscheinungen führen kann. Ich möchte einen Schritt zurückgehen, weil ich kenne Ihr Buch, ich kann es wärmstens empfehlen, aber ich glaube, die meisten Menschen hier nicht. Und vielleicht könnten Sie einfach ein bisschen erzählen, also von Anfang an, was hat Sie zu der AfD geführt? Was hat Sie abgestoßen schließlich? Ja. Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich komme aus einer eher linksorientierten, progressiven Familie aus Dresden. Könnte ich sagen, dass mein Gang in die AfD ein rebellierender Schritt war, aber das kann ich leider nicht sagen, denn schon als ich das erste Mal wählen durfte mit 19 Jahren, habe ich CDU-FDP gewählt und eine größere Form der Rebellion wäre in meiner Familie gar nicht denkbar gewesen. Ja? Also da habe ich diesen Schritt schon gemacht. Aber dann ist, ich weiß nicht, ob Sie sich an diesen Wahlkampf erinnern können, das war die Zeit, als Westerwelle noch lebte und einen sehr energischen Wahlkampf machte, der mich auch überzeugt hat. Und er versprach da allerlei Dinge, auf die ich nicht näher eingehen will, weil es egal ist, denn wir wissen alle, was von diesen Sachen passiert ist, nämlich nichts. Und das war meine erste Erfahrung mit der Demokratie. Und ich bin ein sehr politischer Mensch schon fast immer gewesen. In meiner Familie herrscht eine sehr offene Debatte. Debattenkultur. Es wird am Küchentisch jedes politische oder gesellschaftliche Ereignis gemeinsam besprochen. So bin ich aufgewachsen und deswegen war ich auch absolut der Überzeugung, dass die Demokratie eine sehr, sehr gute, funktionierende Sache ist. Dieser Überzeugung bin ich natürlich immer noch, aber ich war fest davon ausgegangen, so naiv Ihnen das jetzt scheinen mag, dass wenn im Wahlkampf etwas versprochen wird, dass es dann auch eingehalten wird und alles Gerede davon, dass die Politiker eh nur machen, was sie wollen und nicht auf den Wähler hören, das habe ich für frustriertes Gerede von alten Menschen gehalten, damals so. Ich war also nicht darauf vorbereitet, dass das passieren würde und ich war entsprechend stark enttäuscht. Dann kam die AfD, genau in dem Moment, als ich mir gedacht habe, ja, wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn die Politiker offensichtlich keinen Druck verspüren, das, was sie im Wahlkampf versprechen, dann auch umzusetzen, dann muss ein neuer Player auf die Bühne und dann genau in diesem Moment bildete sich die AfD und versprach am Anfang hier noch,
Was mir besonders wichtig war, mehr Bürger ins Parlament zu bringen. Das war eine ihrer ersten Forderungen. Sie versprach, Volksbegehren auf Bundesebene durchzuführen. Sie versprach eine Vereinfachung des Steuermodells und alle diverse Sachen. Sie hat auch versprochen, die Parlamentarier alle 8 Jahre auszuwechseln, sodass sich eben keine feste Elite bilden kann in der Politik, die dann untereinander klüngelt. Und alle diese Sachen haben mich sehr viel mehr emotional bewegt als die Euro-Krise, die nur eine Randerscheinung war für mich. Nun hat sich die AfD in dieser Zeit aber sehr verändert. Das erste Jahr, und auch das ist viel zu selten kommuniziert worden, die AfD ist sehr, sehr schnell, auch am Anfang schon, sehr, sehr schnell in die rechte, nicht in die rechte Ecke geschoben worden, aber sie wurde in die rechtsextreme Ecke teilweise geschoben. Und das Problem daran war, dass da natürlich sehr viele Leute außerhalb der Partei wach geworden sind und gesagt haben, das ist ja interessant, das ist gut. Und dann sind sie eingetreten und wir waren eigentlich nach dem ersten Jahr in einer Abwehrschlacht gegen eine rechte Übernahme, die im Ergebnis, wie Sie ja wissen, gescheitert ist. Und aber dieses erste Jahr, das war sehr schön, denn es bildete sich wie eine Art kleine neue Gemeinschaft und man war ja sehr schnell auch im Fokus der Öffentlichkeit, man hatte Aussicht auf Erfolg und gleichzeitig war alles noch neu, man konnte komplett mitgestalten. Wir haben teilweise ganze Seiten des Programms am Stammtisch zusammengeschrieben. Ja, ein Programm, für eine Partei, die nur ganz knapp nicht in den Bundestag gekommen ist, 2013. Also das war eine sehr aufregende, eine sehr schöne Zeit. Übrigens halte ich das auch bei vielen Leuten nach wie vor für die Ursache, warum sie immer noch in der AfD sind. Denn ich kenne persönlich noch viele Leute in der AfD, die mit nichts mehr zufrieden sind, was da gerade passiert. Aber diese Nostalgie, dass sie diese Zeit als eine, für einige in der Partei war das die schönste Zeit in ihrem Leben, und die sich an diese, dass sie daran festhalten wollen, dass sie das nicht loslassen können, die Hoffnung, dass das noch einmal so werden könnte innerhalb der Partei, was vollkommen absurd ist, das halte ich bei einigen tatsächlich für die Ursache. Aber das ist nicht der bestimmende Grund, warum sich selbst noch liberale Leute darin befinden. Da sehe ich eher den Grund, dass viele Leute mittlerweile eine finanzielle Abhängigkeit zur Partei haben, denn sie sind in der restlichen Gesellschaft verbrannt, sie kriegen keine normalen Jobs mehr. Und die Partei hat im Übrigen gerade in der Jugendorganisation, aber ich schweife ab, ich werde nur den einen Satz noch, gerade in der Jugendorganisation sehr früh damit begonnen, Leute direkt aus dem Studium rauszukaufen. Das heißt, sie hat sehr lukrative Jobangebote gemacht, Leute, an junge Menschen, die direkt vor ihrem Abschluss standen, um eben sie in dieser finanziellen Abhängigkeit zu halten. Denn jemand, der keinen Abschluss hat, ist natürlich auf dem Markt sehr viel weniger gefragt und ist dann auch für einen Job außerhalb der Politik kaum noch geeignet. Also auch da bestehen Abhängigkeiten, die längst nicht mehr nur etwas mit Überzeugung zu tun haben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich sehr, sehr viele. Also ich möchte sagen, doch die Mehrheit aller AfD-Mitglieder sind von genau diesem Konzept überzeugt, von den Menschen, die neu in die AfD eingetreten sind. Und ich glaube auch ein gewisser Prozentsatz der Wähler, auch wenn ich den für nicht ganz so extrem halte. Ich glaube, dass die Mehrheit der Wähler die AfD nicht wegen der Überzeugungen wählt, sondern aus Wut, aus Protest und aus Überforderung. Vielleicht können Sie ein bisschen mehr erzählen von Ihrer Tätigkeit dort. Also mich hat sehr beeindruckt, wie Sie zum Beispiel über Facebook geschrieben haben. Und Sie haben, glaube ich, gesagt, Facebook war unser Kampfplatz. Ich glaube, es wäre ganz interessant für andere auch zu hören, genau wie sie Nachrichten manipuliert haben. Also zu Facebook, warum? Also vielleicht ganz kurz dazu, warum war es ausgerechnet Facebook? Damals war Facebook noch nicht so unglaublich out wie heute. War das der erste Grund. Der zweite Grund war, dass es sich sehr gut eignet für große Gruppen. Die AfD ist angewiesen auf dass große Gruppen sich leicht vernetzen können. Und zwar funktioniert das so. Jedes Mitglied in der AfD wurde mehr oder minder subversiv dazu aufgefordert, sich einen Facebook-Account zuzulegen und sich als AfD-Mitglied zu erkennen zu geben. Das heißt, entweder man färbt den Hintergrund vom Profilbild blau oder man macht sich einen kleinen roten Pfeil in die Ecke. Also es gab verschiedene Erkennungszeichen, an denen man sofort optisch auf den ersten Blick gesehen hat, das ist ein AfD-Mitglied.
Wenn man jetzt also im Netz bei Facebook irgendwo Leute gesehen hat, die in der AfD waren, hat man sich mit denen verbunden. Ganz unabhängig davon, ob man sie kannte oder nicht, über ganz Deutschland. Das heißt, man hatte innerhalb von kürzester Zeit viele, viele, viele tausend Facebook-Freunde und man war wie eine Art eigene Öffentlichkeit, eine eigene Blase. Dann hatte man verschiedene Gruppen, in denen man sich organisiert hat. Man hat zum einen die Kreisverbandsgruppe, die Landesverbandsgruppe und die Bundesgruppe. Wenn man noch in der JA war, dann das gleiche nochmal für die Jugendorganisation. Und man hat diverse Interessensbereichsgruppen. Also wenn man sich besonders für innere Sicherheit interessiert hat, gab es dazu wieder eigene Gruppen und so weiter. Wenn jetzt ein einziges AfD-Mitglied einen Zeitungsartikel gesehen hat, in dem ein Asylbewerber oder irgendjemand, der gerade ins Feindbildschema gepasst hat, etwas Verbotenes getan hat, dann war das interessant, dann hat er das geteilt in seiner Kreisverbandsgruppe, die war rund um die Uhr besetzt, das heißt, es hat immer ein Admin sofort gesehen, hat das auf der Seite geteilt, das hat der Landesverband gesehen, der hat geteilt, die Bundesgruppe hat geteilt und alle Landesverbände haben geteilt, alle Kreisverbände haben geteilt. Das heißt, innerhalb von nicht mal einer halben Stunde wussten 30.000 Leute, da gibt es diesen Zeitungsartikel und sind auf diese Seite gegangen und haben angefangen zu kommentieren. Das heißt, wir hatten für eine gewisse Zeitspanne die öffentliche Wahrnehmung davon, was die Ansicht der Bevölkerung zu diesem Thema ist, quasi alleine in der Hand. Denn es gab keine andere Partei, die so organisiert war. Und es gab, das war die Ursache dafür, dass sie für eine gewisse Zeit lang unter jedem Zeitungsartikel die ersten 3 Kommentarseiten oder 5 Kommentarseiten komplett der AfD gehört haben, die ja nicht nur unten drunter kommentiert haben, sondern sich permanent auch untereinander ihre Ansichten mit einem Gefällt mir versehen haben, sodass es für einen unbedarften Bürger so ausgesehen haben muss, als hätte es einen wahnsinnigen Rechtsruck in der Bevölkerung gegeben und die Bevölkerung sei der Überzeugung, dass. Und dann kam unsere Überzeugung. Das haben wir ganz bewusst so gemacht. Ja, also das war mit durchaus diesem Hintergedanken, ist das passiert. Und jetzt ist die Frage, die Fake News. Das ist nämlich eine interessante Frage. Derjenige, der Fake News erstellt oder teilt, ist nicht der Überzeugung, gerade Fake News zu erstellen oder zu teilen. Er teilt nur seine Ansicht davon, was passiert ist. Das bedeutet, die eigene Fantasie oder der eigene Filter, durch den man auf die Wahrheit blickt, wird so extrem, dass man der Überzeugung ist, es besser zu wissen. Und das ist durchaus, das klingt sehr verwerflich und es ist es auch, aber es ist vor allen Dingen ein Zeichen dafür, dass man selber sich schon ein Stück weit von der Realität verabschiedet hat und dass man selber sich selbst eigentlich schon nicht mehr vertrauen hätte dürfen. Und das Verrückte daran ist, dass ich permanent gedacht habe, ich würde mich schon daraufhin kontrollieren, ob ich in einer Filterblase bin oder nicht. Das heißt, ich habe permanent versucht zu überprüfen, ist das, was du siehst oder das, was du denkst, das Ergebnis einer Filterblase oder nicht. Und ich habe versucht, dem entgegenzuwirken und das reine Rationale war vollkommen chancenlos gegen die Masse der Eindrücke, die auf mich tagtäglich eingerieselt ist. Sie müssen sich das vorstellen, 3000 AfD-Facebook-Freunde, das bedeutet, dass 3000 Leute bestimmen, was sie, wenn sie das soziale Netzwerk öffnen, als erstes sehen oder was sie den ganzen Tag sehen. Ich war Pressesprecherin, das bedeutet, ich habe mich am Tag 6 bis 8 Stunden im Internet in den sozialen Medien befunden. Ich habe mir 8 Stunden lang solche Nachrichten angeguckt. Und natürlich kriegt man den Eindruck, dass man sich in einer Art vorbürgerkriegsähnlichem Zustand befindet. Und das war das, was für mich real ist. Und ich konnte nicht verstehen, warum die restliche Gesellschaft das nicht auch bemerkt. Aber natürlich, wenn ich jetzt die Straftaten aller rothaarigen Frauen, so ich sie denn aus den Medien bekommen würde. Und auch das ist ein Problem, dass wir bei gewissen Meldungen immer wissen, ob jemand Deutscher oder geborener Deutscher oder nicht ist. Bei anderen Meldungen erfahren wir das aber nie. Aber angenommen, die Redaktionen würden es für relevant halten, ob die Frau, die eine Straftat begangen hat, rothaarig war. Ich würde innerhalb von kürzester Zeit der Meinung oder müsste ich die Meinung bekommen, dass von rothaarigen Frauen eine sehr große Gefahr ausgeht. Ja, weil natürlich, ich finde zu fast jeder Gruppe so viele Meldungen, wenn ich es möchte.
dass ich diesen Eindruck herstellen kann. Und selbst das einzelne Individuum kann aus dieser Blase nur austreten, indem es sie verlässt, in dem Sinne, dass es diesen Kreis verlässt, diesen Einfluss verlässt. Und als ich als ich schon der Überzeugung war, dass die AfD nicht mehr die Partei ist, für die ich, in die ich eingetreten bin und für die ich auch weiter kämpfen möchte. Und selbst als ich schon gemerkt habe, dass die Rechtsextremisten eine große Gefahr innerhalb der Partei sind, selbst da konnte ich mich diesem Eindruck der Filterblase noch nicht vollständig entziehen. Erst als ich dieses Netzwerk verlassen habe, und dann ging es aber tatsächlich auch sehr schnell, das war, als ob jemand den Schleier weggezogen hat. Ja, innerhalb von Tagen war das körperliche Gefühl bei mir ein anderes. Ich habe vorher nicht gut schlafen können, ich habe sehr stark zugenommen. Ich war wirklich in einer permanenten Panik. Die Leute, die in dieser Fremdenfeindlichkeitsblase drin sind, Panik, dass wir auf einen Bürgerkrieg zuschlittern, die sind in einer kollektiven Psychose und noch dazu in einer Untergangspsychose. Das heißt, das ist ein dauerhafter Stresszustand. Und innerhalb von Tagen waren die ersten Auswirkungen spürbar, innerhalb von Wochen war ich psychisch wieder völlig normal. Meine Familie meinte sogar, man kann mit mir wieder normale Gespräche führen. Also es muss wirklich eine große Veränderung gewesen sein. Ich habe innerhalb von einem halben Jahr dann 30 Kilo abgenommen, ohne dafür irgendwas getan zu haben. Also machen Sie das nicht, wenn Sie abnehmen wollen, das ist es nicht wert. Ja, also diese Auswirkungen sind wirklich extrem. Selbst für jemanden, der sich der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, da kann so etwas passieren. Ja. Ich will noch mal nachhaken beim Thema Fake News. Sie haben gesagt, niemand, der Fake News macht, glaubt, dass er Fake News macht. Und ich erinnere mich an eine Stelle in dem Buch, ich weiß nicht mehr, wer das gewesen ist, vielleicht ein Innenminister, ich weiß nicht, ob bundesweit oder nicht, der eine Aussage gemacht hatte, ja, also Terror kann man nie hundertprozentig ausschließen. Und Sie haben aber daraus sehr bewusst, so kam es mir vor, jedenfalls in dem Buch, eine Schlagzeile gemacht, Innenminister schließt nicht mehr Terror aus. Also was natürlich ähnlich ist, aber schon eine sehr manipulative Wendung. Also das war Ihnen doch bewusst in der Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, natürlich. Ich wollte nicht so verstanden werden, dass man nicht dass man keine Intention dahinter hatte, während man das tut. Natürlich hat man eine Intention, man möchte ja die Bürger da draußen, die noch nicht sehen, was man selber sieht, von dieser Wahrheit überzeugen. Und dafür ist, das Perfide an diesen Untergangsgeschichten, die dort erzählt werden. Und die ja auch von einigen, sehr wenigen am rechten Rand ganz bewusst initiiert werden. Denn man braucht dieses Element des bald drohenden Untergangs, kurz vor 12. Dieses Element braucht eine gute Verschwörungstheorie immer, denn sonst besteht ja keine Eile. Und wenn keine Eile besteht, dann hat man auch keinen Zwang sozusagen zu konvertieren. Die Gemeinschaft muss ja wachsen. Und nur wenn man davon überzeugt ist, eine große Gefahr droht und die Leute da draußen wissen es nicht, dann hat man den inneren Anspruch, rauszugehen und die Leute davon zu überzeugen. Das ist also wirklich, ich habe das ja nicht umsonst, das Buch hat den Untertitel Der Bericht einer Aussteigerin. Ich hätte auch sagen können, das Bericht einer Frau, die eine Partei verlassen hat, aber Aussteigerin soll eben genau auf diesen sektenähnlichen Bezug hinweisen, den es in der AfD mittlerweile ganz eindeutig gibt. Ja, also es gibt eine Wahrheit, die nur man selber kennt, die restliche Bevölkerung muss davon, die schläft noch, ja, also dieses geflügelte Wort der Schlafschafe, die es noch nicht durchblickt haben, das ist in der AfD ein absolut verbreiteter Terminus. Und dieser Anspruch, alles zu unternehmen, was notwendig ist, um andere Leute davon zu überzeugen. Und dazu gehört eben auch zu sagen, der Innenminister schließt Terror nicht mehr aus, weil er natürlich auf die Frage, können Sie Terroranschläge ausschließen? Ja, natürlich muss er Nein sagen. Also wer kann denn Terroranschläge ausschließen? Kein Innenminister der Welt kann das machen. Aber da eben genau diese Formulierung zu verwenden, das ist Ausdruck dessen, dass man
ja, dass man in Panik ist und dass man glaubt, es alleine auch nicht zu schaffen. Ja, man sagt, man braucht die ganze Bevölkerung auf seiner Seite, um dagegen noch irgendwas tun zu können. Und auch, dass wir zum Beispiel ein anderes Beispiel, ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, wir haben eine Grafik erstellt, in der die ersten, da waren drei Zahlen zu sehen. Eine Zahl war die, der Antrag oder der, die Asylbewerberzahlen in, bis zu diesem Monat. Und darunter war das noch zweimal gemacht worden. Also ich weiß nicht, ob es quartalsweise war, aber ungefähr in diesem Abstand. Und die letzte Zahl war ganz groß und rot. Und da stand eine, ich glaube, wir haben die Zahl 2,5 Millionen genommen. Fragen Sie mich nicht mehr. Ich glaube, es waren 2,5 Millionen. Und da stand ganz klein unten drunter, Schätzung der Jungen Alternative Sachsen. Es war eine Schätzung. Aber auf den ersten Blick sieht es für Sie so aus, die Zahl stimmt, die Zahl stimmt, die Zahl stimmt, die letzte Zahl stimmt aber nicht. Und natürlich ist das perfide und natürlich hat das eine Intention, die der ganzen restlichen Gesellschaft verwerflich vorkommen muss und die auch verwerflich ist. Aber derjenige, der das erstellt, in dem Fall ich, ist sich keiner Schuld bewusst. Denn er denkt, er macht eigentlich das einzig Richtige, denn in meinem Kopf war das ja durchaus etwas, was hätte passieren können. Also muss ich zumindest auf diese Möglichkeit hinweisen. Und ist bei mir noch zusätzlich das Problem gewesen, das ist aber eher selten innerhalb der AfD, ich war Pressesprecherin in einem sehr rechten Landesverband, in der Jugendorganisation und selber aber eher liberal. Meine Mitglieder wussten das und haben mich aber trotzdem für die Arbeit, die ich für die Junge Alternative gemacht habe, sehr geschätzt. Das heißt, ich war permanent in der Position, Dinge verteidigen zu müssen, von denen alle Beteiligten, inklusive mir, wussten, dass ich sie nicht vertrete. Also war permanent gefangen in diesem Spagat, meine Mitglieder nicht zu sehr zu enttäuschen, aber eben auch meine eigenen moralischen Vorstellungen nicht völlig zu untergraben. Ein Kampf, der mir im Übrigen auch nicht gelungen ist. Und dieser Leidensdruck hat auch sein Übriges dazu beigetragen, dass ich die Partei mit verlassen habe. Wir haben hier Leute aus vielen Ländern, die sich Sorgen machen über rechtspopulistische Parteien in England, USA, Frankreich, Italien. Als ich Ihr Buch gelesen habe, merkte ich unheimlich viele Gemeinsamkeiten von Situationen, die ich besser kenne. Und ich würde sie gerne aufzählen und vielleicht Sie fragen, so jeder was zu sagen. Erstmal diese Angst vor sogenannter politischer Korrektheit, das Wort kann ich nicht mehr hören, weil ich weiß, wie es entstanden ist. Das war einmal ironisch gemeint, also aus der Linke. Inzwischen hat es eine ganz andere Bedeutung bekommen, aber spielt natürlich eine große Rolle, sicherlich in den USA. Dieser derbe bis vulgäre Redeweise, die immer als authentisch gesehen werden, die bevorzugt werden. Natürlich die Ausnutzung von Ängste, Verschwörungstheorien, interessanterweise Beziehungen zu Russland bzw. Beziehungen zu Putin, wie auch interessanterweise Männlichkeitsprobleme. Sie haben gesagt, nur 20% der AfD-Mitglieder sind Frauen. Und wir haben Aussagen von Ich glaube, es ist Höcke. Also Deutschland hat seine Männlichkeit verloren oder müsste es wieder... Und das von einem... Ist das okay? Ja. Ja. Okay. Ich finde es nur so besonders lustig, dass er das sagt. Und mit diesem Mund. Okay. Und das sind alle Themen, die man in anderen rechtspopulistischen Parteien hört, mich wundert immer, wie jemand Trump feiern kann, das verstehe ich auch nicht in meinem Land, verstehe auch nicht, wie eine deutsche Partei auch Trump feiern kann. Könnten Sie ein bisschen von den Punkten, sehen Sie da Parallelen zu anderen rechtsnationalen Gruppen und können Sie etwas davon erzählen? Ja,
Also zunächst die politische Korrektheit. Ich sehe schon ein Problem darin, das Problem hier ist, dass nicht jede Kritik an der politischen Korrektheit unbegründet ist. Wir haben gerade in Amerika eine, wenn ich das ohne da leben zu können, sagen darf, erscheint es mir manchmal so, dass man Dinge oder auch Standpunkte nicht mehr vertreten kann, weil es sich einfach nicht gehört. Und ich finde es etwas schwierig, die Höflichkeitsanforderungen zu stellen an nachprüfbare Tatbestandsaussagen. Ja? Also wenn ich kann gewisse Wörter, darauf können wir uns einigen, dass die in einem Duktus nichts zu suchen haben von bürgerlichen, anständigen Menschen, aber wir können uns, glaube ich, nicht darauf verständigen, dass gewisse Überzeugungen nicht geäußert werden dürfen. Denn das ist ja keine Antwort, das sagt man nicht, ist keine Antwort auf eine Vermutung oder auf eine Befürchtung, sondern Argumente sind eine Antwort auf eine solche Befürchtung oder auf Aussagen, die nicht stimmen. Ja, denen muss man mit Argumenten begegnen und kann nicht einfach den Höflichkeitsdeckel draufhalten. Gerade in Deutschland hat das eine lange Zeit lang ziemlich gut geklappt. Deswegen sind wir gerade auch so geschockt darüber, dass es nicht mehr funktioniert. Ja, man hat einfach mit dem, das sagt man nicht, das macht man nicht, aus der Erfahrung natürlich des Dritten Reichs, wo das enden kann, hat man einfach gesagt, dass sowas sagen wir nie wieder. Wir sagen es einfach nicht, aber wir haben vergessen, es zu begründen in vielerlei Hinsicht. Und jetzt kommen viele Probleme zusammen, die das gefährlich machen lassen. Ja, also diesen Topf, wo wir den Deckel draufgehalten haben, die den zu einem explosiven Gemisch machen. Und zwar zum einen, ich habe es schon angesprochen, die sozialen Netzwerke selbst und ihre Struktur, aber eben auch die global bestehenden Ungerechtigkeiten und dass viele Menschen das Gefühl haben, sie würden gar nicht mehr gebraucht werden, nämlich aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Globalisierung haben viele Leute das Gefühl, sie befänden sich sie wären austauschbar und mittlerweile ja nicht mehr nur unter Menschen, sondern sogar unter Maschinen. Ja, also wir konkurrieren nicht nur untereinander, sondern wir konkurrieren jetzt auch noch mit Robotern, mit KIs. Also ich komme aus einer Region, das ist zwar nicht repräsentativ, obwohl es das in Amerika solche Gebiete sicherlich auch gibt. Ich komme aus dem Osten Deutschlands und unsere alten weißen Männer sind eine Generation, die nicht mal Englisch kann, weil sie das in der Schule nicht lernen konnte. Ja, und die sehen jetzt auf YouTube, wie südkoreanische Elfjährige Kampfroboter in der Schule bauen und die sich dann dort in der Luft zerfetzen. Und es muss diesen Leuten ja so vorkommen, dass sie nicht mithalten können in dieser neuen Zeit. Und es muss ihnen ja so vorkommen, dass alles, was sie gelernt haben, irrelevant ist für die Zeit und für die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und wir haben, glaube ich, gerade wenn es um die Männer geht, die ja in der Vergangenheit doch über weite Strecken das Heft des Handelns in der Hand hatten, dann glaube ich, dass wir vor der Herausforderung stehen, dass einige Teile dieser Gruppe sich entmachtet fühlen oder sich unnütz fühlen, sich überfordert fühlen und nicht sehr gut leben können mit der Rolle, dass man sich von seinem Enkelkind irgendwie erklären muss, wie gerade die Welt funktioniert. Das ist nicht das Bild, was man selber für Wissensaustausch, glaube ich, erlebt hat bei den eigenen Großeltern. Und das ist jetzt eine sehr neue Situation, dass gerade die Jüngsten, das ist, glaube ich, noch nie so gewesen, dass sie eigentlich am meisten darüber wissen, über das, was in Zukunft relevant sein wird. Ja? Also schon die 10 Jahre Altersunterschied, die ich zu meiner Schwester habe, sorgen einfach dafür, dass sie wahnsinnig viel mehr Apps kennt als ich und sie wahnsinnig noch viel schneller als ich an Wissen kommen kann.
wenn sie das möchte. Das heißt, eigentlich ist sie viel klüger als ich. Und ich bin da manchmal schon in einer Konkurrenzsituation und bin ein bisschen bockig deswegen. Und noch viel stärker kann ich mir das, glaube ich, vorstellen, bei Leuten, die sich eigentlich darauf vorbereitet haben, eine Autoritätsperson zu sein in ihrer Familie, an ihrem Arbeitsplatz und die so erzogen worden sind, dass das auch normal ist und jetzt eben zunehmend damit konfrontiert sind, dass sich alle diese Dinge auflösen vor ihren Augen. Vielleicht stelle ich noch zwei Fragen oder Fragenkomplexen und dann eröffnen wir die Runde. Mir hat gut gefallen, dass Sie diese Klischee von AfD-Wähler sind alle die arme Abgehängte von der Wirtschaftskrise. Das haben Sie in Frage gestellt. Das ist ein schönes Mythos. Das sagt man auch von Trump-Anhängern. Und stimmt überhaupt nicht. Ein Punkt, was jetzt nicht verallgemeinbar ist auf anderen Ländern, sondern speziell Osten. Sie haben geschrieben, der Westen hat die Ostdeutsche nie verstanden. Sie haben über Ossi-Witze gesprochen. Erzählen Sie ein bisschen, wie das eine Rolle spielt für den Zuwachs der AfD im Osten, wie so die spezielle Geschichte von der sogenannten neuen Bundesländern. Ja, ich glaube, dass auch hier, ohne dass ich dabei gewesen bin, weil da war ich noch zu jung, aber ich glaube, dass Deutschland auch in der Nachwendezeit etwas gemacht hat, was wir was wir gerne machen, wir haben den Deckel drauf gemacht. Ja? Wir haben über gewisse Themen nicht gesprochen, zum Beispiel nicht darüber gesprochen, was genau eigentlich passiert ist, als die Treuhand im Osten mehr oder weniger gewütet hat. Ja? Also ich habe das vor kurzem recherchiert für ein YouTube-Video, was ich gemacht habe und dabei wirklich Erstaunliches rausgefunden. Und dafür, dass das erst vor 30 Jahren passiert ist, reden wir erstaunlich wenig drüber. Und im Gegenteil, dass ich bei so vielen Westdeutschen noch die Haltung gehalten hat, die Ostdeutschen sollen doch jetzt endlich mal anfangen, dankbar zu sein und mal aufhören zu jammern. Das ist angesichts von dem, was ich da rausgefunden habe, wirklich erschreckend. Und also ich glaube, wir haben diese Situation, dass diese Existenzängste sind nicht so mit die Ostdeutschen. Ich rede jetzt nochmal von den alten weißen Männern, in diesem Fall brauche ich die Unterscheidung gar nicht machen, denn zumindest im Punkto Gleichberechtigung war die DDR ja etwas anders. Also wir haben eine Generation von Menschen, die Existenzängste erst seit dem Moment hat, seit sie auch die Demokratie kennt. Das ist eine Tatsache, die wir uns bewusst machen müssen. Die Existenzängste sind für die Menschen zum gleichen Zeitpunkt gekommen wie die Demokratie. Und nun ist die Demokratie natürlich was sehr Schönes, aber wenn man von 4,15 Millionen Arbeitnehmern, die in den volkseigenen Betrieben waren, sind 1,2 Millionen im Osten übernommen worden. Das heißt, die anderen 3 Millionen sind arbeitslos geworden oder mussten in den Westen gehen. So, und wenn Sie sich das vorstellen, 3/4 der Menschen passiert das und danach wird weitergemacht, als wäre nichts passiert. Es wird nie wieder, nicht nie wieder darüber gesprochen, es gibt ein paar Reportagen darüber, ja, und die werden auch zum Tag der Einheit irgendwie nachts 23 Uhr mal gezeigt, aber eine wirkliche Debatte, eine wirkliche Aufarbeitung dessen, war aus meiner Sicht, ist sie zu kurz gekommen. Wir haben einfach immer so getan, als könne man gar nicht anders, als dankbar über den freien Markt zu sein, als dankbar über die Demokratie zu sein und über alles, was gekommen ist. Ich glaube, diese Kränkung, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort, und das ist dann wieder eine Gemeinsamkeit. Ich glaube, dass diese Emotion der Kränkung bei einer ganzen Generation von Menschen etwas ist, mit dem wir umgehen müssen. Ja, also ich glaube auch, dass wir es bei alten weißen Männern mit Kränkungen zu tun haben, die jetzt in einem Licht dargestellt werden, als wären es eben alles Männer gewesen, die ihre Sekretärinnen sexuell belästigt hätten bei der Arbeit, dass sie mit Klischees zu kämpfen haben, die auch ehrenrührig sind. Ja? Also auch da mit solchen Herausforderungen müssen wir, glaube ich, umgehen. Und ich glaube, wir unterschätzen die Wichtigkeit oder die Gefahr von Kränkungserfahrungen,
Die unterschätzen wir ganz extrem und die können zu fürchterlichen Auswirkungen führen, insbesondere dann, wenn sie kollektive Erfahrungen sind und wenn sich dort ganze Gruppen sozusagen abgrenzen können. Das ist auch der Grund, warum sich Leute mit Donald Trump, glaube ich, so gut identifizieren können, weil er jemand ist, der ihnen das Gefühl von Selbstbewusstsein wieder zurückgibt, der bewusst keine Rücksicht darauf nimmt, sich diesen Klischees auszusetzen und diese Trotzigkeit, die glaube ich, die einfachste, aber leider auch die gefährlichste aller Reaktionen auf eine Kränkung ist. Das ist die ganze Erklärung des Zaubers, glaube ich. Dankeschön. Ein letzter Themenkomplex und ich zitiere jetzt aus Ihrem Buch. Die AfD ist Nationalsozialismus in einem neuen Kleid. Von der NPD, da zitieren Sie jemand anders, unterscheiden wir uns vornehmlich durch unser bürgerliches Unterstützerfeld, nicht so sehr durch den Inhalt. Sie haben von Wölfe im Schafspelz geschrieben. Sie haben von geheime Ziele geschrieben, also was nicht immer ausgesprochen wird, aber dass da schon im Stammtisch von den Ostgebieten gesprochen wird, Todesstrafe wieder einführen, Staatsangehörigkeit per Abstammung, deutsche Kriegsschuld in Frage stellen. Das ist alles natürlich noch mehrere Nummer härter als das, was man normalerweise liest. Sie haben auch von einem unübersehbaren Antisemitismus geschrieben. Ich finde es interessant, weil ich merke das natürlich oder ich spüre das. Gleichzeitig war ich selber Objekt eines Versuches, Juden für die AfD zu gewinnen. Ich fand es, das werden die Juden hier zum Lachen bringen. Die kamen mit also antimuslimischer Parola und meinten, ich sollte das gut heißen. Und ich habe das gleich gemerkt und sagte, also ich spiele keine Islamophobie mit. Ich heiße nicht Henrik Broder. Und darauf hat der gesagt, das ist wirklich witzig, ach, haben Juden verschiedene Meinungen? Ich wusste, ja. Ich meine, der Witz ist, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber so in New York sagt man irgendwie zwei Juden, drei Meinungen mindestens, ja. Wir wissen, es war diese Aktion Juden für die AfD, das waren hauptsächlich Juden aus Russland zu bewerben, also sonst war es keine. Erzählen Sie uns ein bisschen von dieser Nähe zum Neonazismus. Ja, dazu muss man wissen, dass die Übernahme, die in der AfD vonstatten gegangen ist, ja nicht zufällig abgelaufen ist oder nicht, nicht einfach eine ungute Entwicklung war, die, von der man innerhalb dieses rechten Zirkels nichts weiß. Namentlich Götz Kubitschek und Björn Höcke selber, aber auch in anderen Landesverbänden, zum Beispiel Kalbitz, haben ganz bewusst eine solche Übernahme initiiert und ganz bewusst Leute angeworben, mit verschiedenen rechtsextremen Gruppen außerhalb der AfD kommuniziert. Sie haben bewusst rauszufinden versucht, wie viele, also sie haben nach Leuten gesucht, die der NPD nahestehen, aber noch nicht Mitglied waren, weil da gab es diesen Unvereinbarkeitsbeschluss. Man hätte nicht Mitglied der NPD gewesen sein dürfen, aber man hat in diesem Unterstützerkreis ganz bewusst gefischt. Am Anfang war das noch eine Machtstrategie, aber gerade im Bereich in der Person von Björn Höcke müssen wir einfach verstehen, dass Björn Höcke ein überzeugter Neonazi ist. Er ist bei schon 2009 bei Neonazi-Aufmärschen in Dresden mitgelaufen, als es dort wird regelmäßig gibt es ein offizielles Gedenken an die Zerbombung Dresden und es gibt es gibt Veranstaltungen, die aus dem Neonazi-Spektrum organisiert werden und in dieser zweiten Gruppe war er schon 2009 mit dabei. Und
wir, wenn es um diese Überzeugungen geht, dann ist es so, dass der Antisemitismus sich bei dieser Gruppe, dass er sehr deutlich vorhanden ist. Ja? Also dass man, das hat unterschiedliche Ausprägungen natürlich, je nachdem geht es nur darum, dass Juden sehr reich sind, oder es geht darum, dass es geht bis dahin, dass sie die Weltherrschaft haben oder planen oder in diversen Gruppen. Es geht bis hin zur Holocaustleugnung tatsächlich. Das habe ich einmal am Stammtisch auch wahrgenommen und habe erstaunlich wenig Widerspruch auch von den Funktionären, die anwesend gewesen sind, vernommen. Und ich habe aber immer den Eindruck gehabt, dass der Antisemitismus in der AfD eine Art, ein verbreitetes Phänomen ist, aber nicht, die Juden gehören nicht zum inhärenten Feindbild der AfD, insofern, dass dass man nicht mit ihnen kooperieren könnte. Ja, also gerade diese Gruppe Juden in der AfD, die man unbedingt haben wollte, weil natürlich mit Verlaub Juden in der AfD ein hervorragendes Feigenblatt sind, um die eigene Unschuldigkeit vorzutäuschen. Und man könne ja dann gar nicht rechts sein, weil, und verzeihen Sie mir auch diesen Ausspruch, aber auch das Klischee, also wenn wir gefährlich wären, die würden es ja wohl merken. Ja, also auch diese, so mag das Donald Trump übrigens. Ja, aber genau, das ist ein anderes richtig. Thema. Also dort wird mit verschiedenen Klischees auch gespielt, mit verschiedenen positiven Klischees, und man hätte die Juden gerne als Schutzschild gehabt für das Image der AfD. Das inhärente Feindbild der AfD sind natürlich Muslime, und man versucht sogar Kooperationen, ernst gemeinte Kooperationen zu machen. Man hätte sich zum Beispiel, glaube ich, auch sehr gefreut, wenn man nach Israel eingeladen worden wäre, aber das hat nichts mit einer wirklichen Freundschaft oder mit dem wirklichen Bedürfnis, eine Beziehung aufzubauen, zu tun, sondern das ist ein strategischer Gedanke, der einfach sagt, der Feind meines Feindes ist mein Freund, also guck, welche Feinde hat dein Feind, und versuch dich zu vernetzen. Und das ist alles, was dahinter steht. Also von daher wundert mich diese Kontaktaufnahme und diverse Kontaktaufnahmen natürlich überhaupt nicht. Und ich sage auch immer jedem, der mich darauf hinweist in den sozialen Netzwerken, dass die AfD ja so schlimm nicht sein könne, weil, dem sage ich immer, ja, selbstverständlich gibt es Juden innerhalb der AfD. Es gibt eine gewisse Anzahl Juden in der Bevölkerung, und jede Gruppe über 30.000 oder 40.000 Mitglieder, selbstverständlich wird sie auch, wenn sie nicht explizit ausschließt, was glaube ich gar nicht rechtlich möglich wäre, wird sie auch Juden enthalten. Das ist eine statistische, Tatsache. Also alles andere wäre ja völlig verrückt. Aber die sind nicht deswegen Mitglied der AfD, weil sie Juden sind, sondern weil sie eben irgendwelche Versprechungen bekommen haben, die sie dort eben glauben, dass sie da eingehalten werden können. Ja, also von daher wundert mich das überhaupt nicht, diese Kontaktaufnahme. Das war schon interessant. Gut, lassen wir auch andere zu Wort kommen. Micha Gabowitsch. Erst einmal vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr klar, sehr aufschlussreich und sehr präzise. Und ich möchte gerne auf das zurückkommen, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, dass es sich lohnt, Menschen in der AfD oder mit ähnlichen Ansichten mit Respekt und Verständnis und sozusagen Sachlichkeit gegenüberzutreten. Meine Frage wäre, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ihnen das oft gelingt und dass Sie dann tatsächlich einen respektvollen Umgang oder eine respektvolle Beziehung mit solchen Leuten aufbauen können und vielleicht das eine oder andere Mal auch eine Ansicht ändern. Meine Frage wäre, wie oft es Ihnen gelingt, Menschen von der anderen Seite zu überzeugen, dass das genau der richtige Ansatz ist. Und hier ist der Hintergrund meiner Frage. Wir Wissenschaftler oder wir Liberale, Linke, Grüne und so weiter, wir haben ja auch Emotionen. Und für uns ist das oft sehr schwer, wenn uns da sowas entgegengeschmettert wird, so eine schreckliche Ansicht, zu sagen, Moment, jetzt mal Ruhe, durchatmen und denen sozusagen wieder wie der Sachbearbeiter in der Bank begegnen. Und ich sage auch gerne sowas, was Sie gesagt haben, merke dann aber an mir selber, dass es mir in der Praxis nicht immer leicht fällt. Und ich merke vor allem in unserem Milieu, dass ganz schnell diese Emotionen hochkommen, also zu viel Verständnis, zu viel Respekt, das haben die nicht verdient, so ungefähr. Ja? Und in solchen Diskussionen heißt das dann irgendwann, es steht immer irgendjemand auf und sagt, nee, jetzt ist aber Schluss, wir müssen verstehen, das sind Nazis, die sind gefährlich und so weiter. Und ich glaube, das ist ein echtes Dilemma, denn dass diese Meinungen so hochkommen in Facebook oder auch im persönlichen Gespräch,
das rührt ja auch so ein bisschen an unseren Unsicherheiten. Ja? Wir sind vielleicht Wissenschaftler und wir wissen über viele Sachen Bescheid, aber bei einigen haben wir vielleicht auch irgendwo Zweifel und haben eigentlich gar nicht gelernt, das ganz präzise logisch zu rechtfertigen. Und da kommt plötzlich einer und zweifelt Dinge an, die für uns selbstverständlich sind. Und darauf dann ruhig zu reagieren, ist nicht immer einfach. Was haben Sie sozusagen Rezepte aus der Praxis, was Sie mit solchen Leuten wie wir machen? Ja, also ich habe den großen taktischen Vorteil, dass ich mich ja immer dabei habe, als positives Beispiel sozusagen. Und das macht schon viel aus, wenn man den Leuten zeigen kann, das kann sich lohnen. Ja? Auch bei mir hat es ja Leute gegeben, ich bin ja nicht einfach aus der AfD ausgetreten, weil ich es nur mit eigener rationaler Kraft geschafft habe, mir klarzumachen, dass ich mich in einer Filterblase befinde. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Aber es gab eben auch Menschen, die nicht locker gelassen haben und die an meinen Intellekt immer und immer wieder appelliert haben und respektvoll dabei geblieben sind. Und ich bin selber eben eine Erfolgsgeschichte dieses Vorgehens und deswegen kann ich auch besonders effektiv, glaube ich, darum werben. Und ich verstehe das absolut, ich kann das auch bestätigen, ja, dass es dann irgendwann diesen Punkt gibt, aber darüber können wir nicht diskutieren. Und dann zu sagen, nee, können wir nicht, wir müssen. Ja, also weil es gibt eine ganze Gruppe X, die es in Frage stellt. Also damit ist die Diskussion eröffnet. Und dieser Beißreflex, da hört ja aber jetzt die Diskussion auf. Das kommt noch aus Zeiten, wo man der Überzeugung war, dass man eben gewissen Positionen keine Bühne geben darf, weil sie sich sonst verbreiten. Aber seien wir ganz ehrlich, das ist ja Größenwahn heutzutage. Als ob es darauf ankäme, ob ich die Debatte führe mit jemandem, als ob ich diese Thesen dann dadurch weiter verbreiten würde, als ob das heute noch ein Problem wäre, Thesen zu verbreiten. Ja, also wir haben doch all diese Aussagen. Wenn ich möchte, dass sie ein großes Publikum bekommen, dann kann ich das doch ganz einfach alleine generieren. Und ich kann auch selbst die Journalisten, die dann sagen, also wir können doch so etwas keine Bühne geben, die brauchen eure Bühne nicht. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr den Gegenargumenten eine Bühne gebt oder nicht. Das ist das, was ihr in der Hand habt. Ja, mittlerweile klappt es zumindest für die Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, sie bemühen sich. Aber ich merke immer noch, und bei einigen lese ich dann, du hast doch schon wieder deine eigene Meinung in den Artikel geschrieben. Ja, ich konnte nicht anders. Also das ist schon immer noch ein kleines Phänomen. Aber ja, ich habe schon den Eindruck, dass da auch die Bereitschaft, ich glaube auch aufgrund des, wie sagt man das, Handlungsdruck, ja, also einfach aufgrund dessen, dass es ja immer gefährlicher wird, dass ja immer deutlicher wird, die bisherigen Konzepte funktionieren nicht. Ich glaube, das öffnet jetzt auch die Bereitschaft zu sagen, okay, anscheinend müssen wir es doch inhaltlich debattieren. Und ich habe dann auch versucht, den Leuten Mut zu machen und zu sagen, es wäre doch verrückt, wenn wir die größte Waffe, die wir in der Hand halten, nämlich die Tatsache, dass wir die besseren Argumente haben, es wäre ja verrückt, wenn wir diese Waffe nicht einsetzen würden. In diesem, und das ist jetzt ein hartes Wort, aber es ist nicht von mir, es ist aus der Skeptiker-Szene, wir befinden uns im Infokrieg. Wir sind im Infokrieg und das ist nichts, was wir uns aussuchen können, denn wie auch jeder andere Krieg wird der Infokrieg auch von der Gegenseite erklärt werden. Und er ist erklärt worden, schon vor Jahren. Und es gibt immer noch Leute, die sich weigern wollen oder die sich weigern, in diesem Krieg zu kämpfen. Und das ist natürlich das gute Recht jedes Einzelnen. Es ist nur nicht besonders klug. Und gerade für Leute, die viele Argumente haben, wäre es schade, wenn sie den Rest in diesem Infokrieg alleine lassen würden. Und da gibt es ja jetzt schon Konzepte, zum Beispiel dieser Hashtag Ich bin hier, den ich Ihnen nur herzlich empfehlen kann. Dort findet eine Vernetzung statt, so wie ich sie vorhin auch für die AfD beschrieben habe. Das ist eine gute Vernetzung der Gegenseite. Wenn Sie sich also irgendwo in einer Debatte mit 15 Verschwörungstheoretikern befinden, können Sie diesen Hashtag setzen und es kommt Hilfe aus dem Netz. Ja, das ist eine sehr gute Erfindung. Sehr interessant. Das soll man internationalisieren. Das finde ich sehr gut. Das fände ich eine sehr gute Idee. Ja, Lisa. Oh, Entschuldigung, während das Mikro wandert, sagt noch eine ganz kurze Sache.
ich weiß auch, dass es emotional sehr anstrengend sein kann, diese Debatten zu führen, gerade weil sie sehr oft auch vermeintlich erstmal nichts bringen. Ja, also die Menschen reagieren, wenn man ihre Überzeugungen angreift, mit sehr viel Ablehnung und sehr viel Emotionalität. Aber uns in der AfD ist etwas beigebracht worden und es macht mir immer eine ganz besondere Freude, dieses Wissen jetzt an Sie weiterzugeben, um es gegen die AfD zu verwenden, zum Beispiel, oder gegen andere Populisten. Wenn du mit jemandem schreibst, gerade in den sozialen Netzwerken oder wenn du in einer Gruppe mit jemandem sprichst, redest du niemals mit demjenigen selber, sondern du sprichst für alle anderen, die mitlesen können oder die noch zuhören können. Für die Leute sind deine Aussagen gedacht. Also auch wenn du den Einzelnen nicht überzeugen kannst, nimm jede seiner Antworten als Gelegenheit, dem Publikum noch mehr von deinen Argumenten zu präsentieren. Also wenn man sich das klar macht, dann ist doch jede Debatte, die man ausschlägt, eine vertane Chance, auch stille Mitleser von der eigenen Ansicht zu überzeugen. Und deswegen ist dieses sachliche, höfliche Auftreten auf einer respektvollen Ebene eben nicht nur ein Argument des Anstands, sondern es ist auch ein Argument der Strategie. Denn natürlich ist ein stiller Mitleser eher geneigt, wenn er noch unentschlossen ist, wie er in diesem Punkt, wo er selber steht, dann wird er demjenigen das größere Vertrauen schenken, der sich adäquat ausdrückt, der den anderen, der sein Gegenüber respektvoll behandelt, obwohl er vielleicht sogar selber angegriffen worden ist. Das ist etwas, was sehr, sehr viel Vertrauen auslöst bei Mitlesern. Und also von daher kann ich für diese Strategie aus vielen, vielen Gründen nur werben. Und indem man eben auch den Kundendienstmodus im Kopf anmacht, fühlt man sich selber auch nicht so schnell verbraucht. Ja, also man kann das emotional besser abfedern. Wenn man dort beleidigt oder angegangen wird, dann geht das ja auch, ne, auch am Telefon beim Kundendienst, ist es ja nicht ich als Person, die angegriffen wird, sondern ich als Vertreterin einer größeren Idee werde angegriffen. Okay, aber ich bin ja hier auf Arbeit, also kann ich das durchaus mal abkönnen. Ja, also das ist auch emotional eine gute Sache, um eben im Kopf sauber zu bleiben. Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage, Ostdeutschland-Frage, weil wir haben jetzt nun die großen Wahlen, stehen uns bevor im Herbst und uns schauert es ein. Wenn ich mit meiner Familie in Dresden spreche, dann, die sind alles Mögliche von in der Linken, aber ich glaube auch, dass es da keine offenen, aber durchaus AfD-Sympathisanten gibt. Habe ich die These mal bekommen und ich wollte, dass Sie vielleicht darauf reagieren. Ja, wir Ostdeutschen, wir sind deshalb, ist das so mit Pegida und so, weil wir we can see through the bullshit sozusagen. Weil sagen, wir sind es ja gewohnt, wir wurden immer angelogen in der DDR, es gab immer die Headlines, die größte Ernte ever wurde reingefahren, was alles nicht stimmte und deshalb sozusagen sind wir viel, können wir viel eher durch den Bullshit durchgucken. Ne? Das heißt, da ist irgendwie auch so eine Empfänglichkeit für so eine Art von Verschwörungstheorien. Jetzt wollte ich zwei Fragen zur Lösung sozusagen. Jetzt wird ganz oft debattiert, ist die Lösung, dass wir mehr Spitzenpersonal oder mehr in sozusagen Führungskräfte in der Politik wirklich aus ostdeutschen Regionen eben mehr haben? Ist das eine Lösung, dieses Gefühl, da sind Menschen, denen können wir vertrauen, die kommen von uns? Das ist so die eine Frage. Und die andere Frage ist zur Taktik, die Sie gerade eben besprochen haben. Muss dieser Austausch denn auf sozialen Netzwerken stattfinden? Ist das, wo das stattfinden muss? Oder muss das eben in One-on-One passieren die ganze Zeit? Also muss ich sozusagen jetzt in Dresden sein und tagtäglich mit meinen Verwandten sprechen? Weil meine Fragen sind natürlich auch in meinem Freund, wir fragen uns, was können wir tun? So. Ja, vielen Dank. Die erste Sache ist natürlich dieses Element von wir durchschauen Dinge schneller. Das ist natürlich auch ein wichtiges Argument, mit dem Verschwörungstheoretiker immer spielen, mit dem auch die AfD spielt. Ja, also diese Elite herauszubilden. Also das Selbstbewusstsein darüber zu vermitteln, dass man sagt, alleine schon, dass du bei uns Mitglied bist, zeigt ja, dass du dir über gewisse Sachen andere Gedanken machst als eben die Leute da draußen. Ja, also das ist ja schon mal ein Qualitätskriterium, dass du überhaupt so weit gekommen bist, schon mal dich so
weit mit der Thematik befasst hast, dass du zu solchen Sachen kommst. Das ist, das trifft natürlich besonders auf fruchtbarem Boden. Bei im Osten, wo das wirklich lange Zeit notwendig war, zwischen den Zeilen zu lesen und dieses Vertrauensproblem in jede Form von Institutionen und in jede Form von Obrigkeit im Osten ist natürlich eins, dass man auch nicht einfach rauswachsen lassen kann wie so eine Haarsträhne, die man ein bisschen verfärbt hat, sondern das wird tatsächlich auch weitergegeben, dieses, ja, dass da oben und die klüngeln alle, das bringt man ja auch der nächsten Generation teilweise bei. Also das wird ein Problem im Osten, denke ich mal, noch eine Zeit lang bleiben. Und ich glaube nicht so sehr, dass es darum geht, Personen aus dem Osten als Ansprechpartner, ich sehe da keinen Zusammenhang, denn wir haben das größte Feindbild dieser Gruppe ist ja Frau Merkel und die kommt aus dem Osten, während wiederum Gauland, Höcke, Weidel, alles Westdeutsche sind, die aber eben diesen schmeichlerischen Ton haben gegenüber den Ostdeutschen, weshalb sie sich von denen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt fühlen. Also es kommt nicht so sehr darauf an, ob es ein Ostdeutscher ist, sondern wie er die Ostdeutschen behandelt. Ja, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Was viel wichtiger wäre, und das ist ja auch, was Sie gerade sagten, das sehe ich ganz genauso, es geht ja nicht darum, dass wir Ostdeutsche in Führungskräften bevorzugt einstellen, sondern es geht darum, dass wir die Ostdeutschen doch zumindest in Ostdeutschland, dass wir ihnen zumindest die meisten Führungspositionen geben. Wir haben 77% aller Führungspositionen in Ostdeutschland sind von Westdeutschen besetzt. Wir haben 84% der obersten Richter sind Westdeutsche. Wir haben nicht eine einzige deutsche Universität, die von einem Ostdeutschen geführt wird. Wir haben von allen DAX-Unternehmen 3 Vorstandsmitglieder, die aus dem Osten kommen. Ja, also das ist die Situation, in der wir uns befinden. Also wir haben, und auch das ist im Übrigen interessant, weil das eine diskriminierte Gruppe ist, die aber bei allen Diskriminierungserzählungen nie auftaucht. Wir reden über Frauen, wir reden über Homosexuelle, wir reden über Migranten, wir reden auch über Juden. Worüber wir nicht reden, sind Ostdeutsche. Und auch über Juden reden wir wenig. Nein, muss ich sagen, wir hatten vor 3 Wochen eine Veranstaltung zum Thema Führungskräfte, also soll es Quoten geben für Führungskräfte im Osten mit Frauke Hildebrand und unserer Wissenschaftsministerin, also das ist schon... Okay. Ja. Sie wollte ich nur sagen, die Dame im Blau hier. Also die Dame in Blau, die kommt aus Norddeutschland, aus der Nähe von Bremen und ich bin seit 18 Jahren hier. Ich bin überhaupt gar keine gelernte Westdeutsche, aber ich bin eine gelernte Norddeutsche. Und was ich zum Einsatz bringe, hier, jetzt, nach 18 Jahren und mir den Humor lässt, den ich so gerne bei mir behalte. Ich spreche mit der Generation Beige, so nenne ich sie, 75 bis 85. Wo die Männer so dolle auftreten und bei Weitem erkennbar sind, zu welcher Generation sie hören, bei allen Vorträgen aufstehen und den dicken Hermann machen und schlechte Schauspieler sind. Mhm. Das ärgert mich ganz besonders. Mhm. Ich habe angefangen, jetzt meine Muttersprache, was die Plattdeutsche ist, hier zu sprechen. Und besonders dann, ich erlebe jeden Tag diesen ganzen Quatsch, an der Straßenbahnhaltestelle, in der Straßenbahn und von der Kirchallee bis zum Hauptbahnhof ist ziemlich weit. Und wenn ich aus der Straßenbahn will, dann ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass ich gesagt habe, Jungs und Jens, was ist das für da gehebt? Und man ruht, geil, das wollen wir. So, und ich habe gemerkt, wenn ich eine Sprache finde, in der ich mich wohlfühle, ich glaube, das sollte ein jeder Mensch an sich selbst berücksichtigen, sich selbst mit sich wohlfühlen. Und noch eine Sache, da will ich drauf aufmerksam machen. Social Networking hat nichts zu tun mit sozialer Vernetzung. Überhaupt nicht. Und man muss schon ein bisschen deutlich anfangen, präzise rauszufinden, wer was meint eigentlich. Sonst kriegt man das nicht hin. Sonst bleibt man immer auf dieser, doch die Faust aushauen, ne? Ja, ich, ähm, ich, ähm,
ich glaube, dass ich, dass ich weiß, was Sie meinen. Wir haben nämlich auch ein Problem, gerade in den sozialen Netzwerken, die ja deswegen auch so heißen, weil es so schön klingt. Ja, der Name ist ja durchaus von den Firmen selbst vergeben worden. Es ist natürlich einfach, die Eskalation dort zu fahren, weil wir sehen denjenigen nicht. Wir sehen nicht, ne? Also ich meine, dass wir Spiegelneuronen haben in unserem Kopf, die eben nur funktionieren, wenn ich jemanden leibhaftig vor mir habe, der oder zumindest sehen kann, wie das, was ich sage, was das bei ihm auslöst und dass es mir eben auch wehtut, wenn mein Gegenüber verletzt wird, dass ich eben das Bedürfnis dann habe, den Streit wieder zu schlichten oder dass mir das leid tun kann. Alles das sind biologische Prozesse, die wir ja ganz bewusst bekommen haben, weil wir soziale Wesen sind, die sich möglichst nicht miteinander im Streit befinden sollen, sondern die in Harmonie leben sollen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn ich mit jemandem nur schreibe und ihn nicht sehe. Und deswegen ist dieser Ton, den wir dort vorfinden, auch teilweise so unterirdisch und man sitzt wirklich manchmal da und hofft, dass es ein Bot gewesen ist, weil man sich nicht vorstellen möchte, dass Menschen so sowas in eine Tastatur eingeben, die ja schreiben können müssen. Also. Ja, vielen Dank erstmal, wirklich super erhellend. Mal angenommen, ich wäre Facebook-Manager, was ich nicht bin. Und mal abgenommen, Facebook würde es wirklich ernst meinen, sein Produkt sozialverträglicher zu machen, was ich persönlich nicht glaube, dass das der Fall ist. Zumindest nicht unterhalb der Schwelle der Illegalität. Und das, was Sie beschrieben haben, das muss man ja auch sagen, ist ja alles völlig legal, was da geschieht und auch Meinungsäußerung zunächst mal. Könnten Sie mir einen Tipp geben, was Facebook tatsächlich ganz konkret ändern könnte oder sollte? Ja, ich würde versuchen, gerade was den Bereich Politik angeht, ob ich Gemeinsamkeiten finde unter Gruppen, die sich untereinander geblockt haben. Und wenn das sind meistens Leute, die untereinander wieder befreundet sind. Ja? Also wenn wir uns Gruppe A und Gruppe B vorstellen, dann sind überdurchschnittlich häufig dort Vernetzungen und dort Vernetzungen und überdurchschnittlich häufig ist zwischen den beiden geblockt. Ich würde für jeden Vorschlag, der aus der eigenen Freundesliste kommt, einen Vorschlag in die Timeline einschieben von einem Beitrag, der besonders viral geht in der anderen Gruppe. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, dass dieser Algorithmus, der für die Unterhaltung funktioniert, in der Politik nicht funktionieren darf, kann, weil er eben auf Einseitigkeit ausgerichtet ist. Ja, also nun sind politische Ansichten ja nicht wie Hip-Hop-Bands, also es ist nicht egal, wie viele wir davon sehen, weil wir müssen möglichst alle gesehen haben, damit wir uns eine Meinung bilden können. Von daher würde ich das vorschlagen, also bitte bemühen Sie sich um diesen Posten und dann machen Sie das bitte. Philipp Kitcher. Vielen Dank. Ja, entschuldigen Sie bitte mein schlechtes Deutsch. Ich bin nicht Deutschsprecher. Aber meine Frage ist nach Michels Frage. Sie haben ein sehr schönes Bild uns gegeben, wie man diese Gespräche beginnen kann und vielleicht auch weiter nehmen kann. Aber wie können Sie schließen? Wenn man über Klimawandel zum Beispiel debattiert, ich bin überzeugt, dass es geschieht, es ist sehr gefährlich und so weiter. Und ich jetzt will mit einem Climate Denier sprechen. Also wir müssen gemeine Prämissen, gemeine Erstprinzipien finden. Und das ist sehr schwierig. Es gibt zu viele Seiten auf dem Web, wo man ganz falsche Informationen finden kann. Also es scheint mir, als ob man wie ein großes Netz ist und man geht immer weiter und es gibt immer mehrere Punkte, über welche man kann nicht ein Ende kommen. Also, wie kann man, man sollte respektvoll sein, man sollte sachlich sein, man sollte zuhören, das ist alles wahr. Aber am Ende, wie kann man solche fruchtbare
Gespräche haben. Damit am Ende wir sind einig. Also wir sollten geduldig sein, aber am Ende müssen wir hier etwas machen. Wir haben so wenig Zeit. Ich verstehe. Ich glaube, dass der Anspruch, den Gegenüber zu überzeugen, in jedem einzelnen Fall, gerade wenn es sich so langes Gespräch wird und es werden immer weiter Quellen aus den unterschiedlichsten Bereichen angeführt, dann ist der Anspruch, den anderen zu überzeugen, vielleicht zu groß gewählt. Aber was wir machen können, ist dem Gegenüber eine Erinnerung daran sein, dass es eben nicht stimmt, dass Leute, die gewisse Positionen vertreten, dass die automatisch respektlos behandelt werden. Ja, wir müssen einfach den Leuten ein gutes Beispiel sein, dass sie nämlich das nächste Mal, wenn ihnen jemand von der AfD erzählt, ja, sowas kannst du ja heute schon gar nicht mehr sagen, dann bist du ja sofort, wirst du behandelt wie der letzte Dreck. Dann muss irgendwo im Hinterkopf eine kleine Lampe angehen, die sagt, das stimmt nicht. Es gibt auch Leute von der anderen Seite, die anders sind und die vernünftig sind. Und das kann ein kleiner Anker sein für einen Gedanken, der irgendwann wachsen kann. Auch der größte Zweifel oder auch eine Überzeugung beginnt ja mit einem kleinen Zweifel an dem, was man bis dahin schon weiß. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und deswegen sind diese öffentlichen Gespräche auch so wichtig, also ja, in den Netzwerken oder eben in Gruppen, dass man eben vielleicht auch nicht bei dem Einzelnen, mit dem man gerade spricht, aber vielleicht hat jemand anders zugehört und vielleicht bemerkt man das selber gar nicht, aber man hat indirekt einen anderen überzeugt. Und mit dieser Gedanke kann einen dann so weit trösten, dass man irgendwann, glaube ich, sagen muss, man muss das ja nicht über Tage und Wochen und Monate fortführen, sondern dass man irgendwann sagen kann, das war ein sehr interessantes Gespräch, aber ich glaube, wir werden uns hier nicht einig werden, haben Sie trotzdem noch eine gute Zeit und ich würde mich jetzt verabschieden. Und dann auch rauszugehen. Sonst, wenn man zu viele solche offenen Gespräche mit zu vielen Leuten hat, wird man ja wahnsinnig im Kopf. Also irgendwann muss man das Ende finden. Und wenn es ein positiver Abschluss ist aber, dann bleibt bei beiden das Gefühl, glaube ich, zurück auch, dass man ja trotzdem noch miteinander reden kann. Das sind ja am anderen Ende des Computers trotzdem Menschen. Ja, und das muss bei beiden Seiten, wenn das bei beiden Seiten im Kopf zumindest hängen bleibt, dann ist das der gemeinsame Nenner. Und das ist fast vielleicht sogar noch die wichtigere Erkenntnis, als ob man denjenigen jetzt vom Klimawandel überzeugt hat oder nicht. Denn am Ende wird es ja auf staatliches Handeln ankommen, vor allen Dingen. Und nicht darauf, ob wir nun wirklich auch noch den allerletzten davon überzeugt haben, dass es wichtig ist. Thomas war der Nächste. Ja, ein kleiner Kommentar zu meinem Vorredner und dann komme ich zu meiner Frage. Also aus meinen eigenen Erfahrungen im Umgang mit Linksextremismus und jetzt mit meiner eigenen sächsischen Familie, und ich glaube, da geht es auch, es geht in die Richtung, was Sie halt, wofür Sie auch plädieren, ist zum einen die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die andere Seite möglicherweise Recht hat. Das hilft mir, die Argumente der Gegenseite auch ernst zu nehmen, indem ich sie prüfe. Und wenn ich das zurückspiegeln kann, besteht die Möglichkeit, dass der Gegenüber auch über seine eigenen Argumente nachdenkt. Denn das passiert in der Regel nicht, weil man ja dran glaubt. Man kritisiert die ja gar nicht. Man muss nicht mehr darüber nachdenken, weil es versteht sich ja alles von selbst. Und da haben die Amerikaner einen schönen Begriff geprägt. Also ich bin da kein großer Anhänger von amerikanischen soziologischen Begriffen, aber der ist tatsächlich neu und den kann man nicht übersetzen. What about Thyssen? Diese Ideenflucht von einem Argument, wenn man nämlich merkt, es ist ausgezuzelt, zum nächsten zu springen. Und umso schlechter die Argumentationslinie ist, umso schneller verlässt man das Argument. Und da zu sagen, ach Mensch, das fand ich jetzt aber interessant, wollen wir vielleicht nochmal 10 Sätze zurückgehen und da nochmal anfangen. Das funktioniert. Und dann kann tatsächlich ein Gespräch entstehen. Und jetzt zu meiner Frage. Es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass eine andere Partei, die eine ähnliche Entwicklung durchlaufen hat, nämlich die Grünen, inzwischen mit atemberaubenden Umfrageergebnissen konfrontiert ist, für die man, hätte man sie 1981 gehabt,
man keine Erklärung gehabt hätte. Weil das hätte dann schon bedeutet, wir sind am Ziel und die grüne Revolution findet statt. Nun war die Partei 1981 eine andere als die Partei, der die Grünen heute ist. Und sie hatte eben 2,3% und nicht 23 in den Umfragen. Es ist ja was passiert. Diese Partei hat einen Abschmelzungsprozess hingelegt und auf der anderen Seite hat sie neuen Speck sich angefressen. Und abgeschmelzt hat sie vor allem linksextreme, kommunistische, im weitesten Sinne auch leninistisch-verschwörungstheoretische Gruppen wurden rausgedrängt, hatten keine Lust mehr oder sind in die Mitte gerutscht. Kann so etwas Ähnliches durch Partizipation, ist jetzt, da müssen Sie raten, ja, aber ich frage Sie jetzt, sehen Sie da eine Chance oder was ist da Ihre Meinung dazu, kann etwas Ähnliches durch Partizipation in demokratischen Prozessen auch von der AfD erwartet werden? Doch, das kann ich Ihnen sogar sagen. Also, ich muss nicht raten. Es wäre möglich gewesen, ganz am Anfang, aber ein innerer, ein Mechanismus, der zu einem ganz anderen Zweck in den Grundkonsens der AfD implementiert worden ist, hindert die AfD daran. Wir hatten das vorhin ja kurz angesprochen. Die AfD richtet sich unter anderem gegen die politische Korrektheit und hat daraus den verheerenden Schluss gezogen, dass innerhalb der AfD alles gesagt werden müssen darf. Das heißt, sie können keinen Säuberungsprozess, keinen Seriositätsprozess einleiten, weil dann müssten sie ja, und daran ist bis jetzt noch jeder Vorsitzende gescheitert, der das versucht hat. Bernd Lucke ist daran gescheitert, Frau Petri ist daran gescheitert und die anderen sind klug genug, es nicht zu versuchen. Sobald Sie eine Linie festlegen, von der Sie sagen, außerhalb dieser Linie, außerhalb dieses Konsenses, wer den verlässt, darf bei uns nicht Mitglied werden. Das verstößt gegen diesen Gründungsgedanken der AfD. Das ist ein ganz, ganz festes Prinzip. Die Mitglieder beißen sich daran fest und selbst es gibt jedes Mal große Solidaritätsbewegungen, wenn jemand ein Ausschlussverfahren aus der AfD erhält und sei das, was der gesagt hat, noch so wahnsinnig. Ja? Also selbst Holocaustleugnung erfährt, das hatte ich vorhin gemeint, als ich gesagt habe, es hat jemand am Stammtisch den Holocaust geleugnet und selbst die Funktionäre haben die Klappe gehalten und haben nichts gesagt, nicht deshalb, weil sie selber auch der Meinung sind, dass er habe nicht stattgefunden, sondern weil sie genau wissen, dieses Klima, dass man muss alles sagen dürfen, verbietet es eben auch, dort die rote Linie zu setzen und zu sagen, Entschuldigung, aber das kannst du doch nicht sagen. Ja? Und das genau diese Grundüberzeugung, die Grünen nicht gehabt haben, genau das hindert die AfD daran oder hat sie in der Vergangenheit daran gehindert, ihre Idioten, die jede neue Partei hat, auszusortieren und es hat den Idioten sogar ermöglicht, ihre Freunde mitzubringen und jetzt sind das sehr viele. Ja? Und jetzt spätestens, jetzt müssen wir sagen, ist dieser Prozess nicht mehr nur deshalb nicht möglich, weil es diesen Grundkonsens mal oder diesen Gründungskonsens mal gab, sondern er ist auch deswegen nicht möglich, weil ja nur die Mehrheit ein Interesse daran oder weil man das nur aus der Position der Mehrheit heraus durchsetzen kann. Und in dieser komfortablen Lage befinden sich die Vernünftigen innerhalb der AfD nicht mehr. Elliot Bornstein. I'd like to apologize for asking this question in English. I took an exam, a German exam in graduate school, and I passed it because they felt sorry for me. I hope you could translate if it's necessary. I really liked this idea of the customer service mentality. It was fascinating, but it, for Soll me... Soll ich übersetzen? Ich glaube, das geht. Okay. Okay. For me, it brought up the question of the subject position, the identity of the person who is engaged in the argument with the far-right person or with the fascist. In the United States, the classical liberal idea was, well, if you could just get a white racist and a black person together, pretty soon, and they understand their common humanity, they will hold hands, they will sing songs together, and we will have peace and harmony. And now, a very common thing you will hear from minority activists in the United States is that, you know, I should not have to spend time proving to someone that I am human just like them. That is not my responsibility.
And I wonder, you know, I would not bother spending time with an anti-Semite trying to convince them not to hate Jews, because I think I'm actually the wrong person to do it. So I'm wondering if, one, is it a special responsibility of the people who basically look like the people in the far-right group to engage with them? And is it also maybe unreasonable to expect the people who are being hated so much to have that customer service mentality and not get angry? Alles klar? Ja, 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 das, dieses Argument verstehe ich vollkommen, und ich habe Verständnis für jeden, nicht nur für jeden, der betroffen ist von irgendeiner Form von Diskriminierung oder der sich innerhalb dieses Hassspektrums von rechten oder rechtsextremen Gruppen befindet, dass er es nicht tun möchte. Niemand, auch ein weißer Mann, kann nicht gezwungen werden oder moralisch verpflichtet werden, wenn er liberal oder progressiv denkt, in diesen Kampf einzutreten. Das ist natürlich eine freiwillige Sache. Nur wenn sich aus dieser, ich habe ja gesagt, wir sind im Infokrieg, und wenn sich aus diesem Infokrieg alle Gruppen rausziehen mit der Begründung, es kann von mir als Frau nicht erwartet werden, dass ich beweise, dass Frauen genauso fähig sind, Führungspositionen auszuführen. Das kann einfach nicht meine Aufgabe sein. Und, ne, oder dass sie lustig sind, dass sie Kabarettisten sein können. Wenn Schwule sagen, es kann nicht meine Aufgabe sein, um Heterosexuelle davon zu überzeugen, dass ich sie nicht belästigen werde, nur weil ich schwul bin. Oder, ja, also wenn sich alle aus diesem Krieg rausziehen, die in irgendeiner Form Opfer von Diskriminierung sind, dann wird eine zu kleine Gruppe übrig bleiben, um diesen Krieg noch gewinnen zu können. Deswegen kann ich, natürlich, wir müssen diesen Spagat finden zwischen, natürlich dürfen wir niemanden dazu auffordern, es muss eine absolute Freiwilligkeit sein. Und gleichzeitig müssen wir uns aber bewusst machen, dass in mehr als einer Frage es jetzt darauf ankommen wird, ob wir diesen Kampf annehmen oder nicht. Ja, und dass das ja für uns alle Auswirkungen hat. Ich möchte auch nicht in einer Gesellschaft leben, in der Juden feindselig begegnet wird. Und ich habe auch ein Interesse daran, natürlich kein so starkes wie jemand, der betroffen ist, aber auch ich leide ja darunter unter solchen Aussagen. Und auch wenn ich es von niemandem verlangen kann, würde ich doch zumindest darum bitten, dass man mich nicht alleine lässt. Das, glaube ich, ist das, worauf wir uns einigen können. Das muss mir gestattet sein. Ich habe noch zwei Wortmeldungen. Ich sehe sie, ich sehe sie auch. Ich erlaube mir, hier dazwischen einzugreifen und Elliots Frage noch ein bisschen schärfer zu machen. Mit allem Verständnis für die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten in den politischen Bewegungen, es gibt viele Unterschiede. Trotzdem, ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, dass Elliots Frage kommt aus einer Position, die mir sehr, sehr nah ist. Wir hatten 8 Jahre Barack Obama und Familie im Weißen Haus, und niemand, es wäre unmöglich, und nicht nur Präsident Obama, sondern seine ganze Familie, hat sich tadellos verhalten. Man kann da und dort an seiner Politik dies und jenes kritisieren, aber dass man denken würde, dass man mit dem Mythos aufgeräumt hatte, die Schwarzen sind nicht so klug oder sie sind faul oder sie sind nicht ehrlich oder sie sind, ich weiß nicht was. Ich vermute sogar, dass die Reaktion, die wir jetzt von Trump und seinen Anhängern sehen, dass es daher kommt, gerade weil die Obamas bewiesen haben, dass die ganzen Stereotypen nicht stimmen. Gut, mit allem Verständnis dafür, dass die Länder nicht ganz parallel laufen, mache ich mir Sorgen, dass wenn wir parallel, sage ich mal, muslimische Bürger hätten, die sich tadellos verhalten, dass man auch ein ähnliches Backlash sehen könnte oder
bin ich dazu paranoid? Was meinen Sie? Ich glaube schon, dass es einen Kern von Menschen gibt, den man niemals davon überzeugen wird können, dass die Menschen, dass es keine unterschiedlich wertvollen Menschengruppen gibt und dass es immer auf den einzelnen Menschen ankommt und dass dafür auch die Hautfarbe keine Rolle spielt. Ja, also das wird man immer haben. Ich glaube aber, dass zum Beispiel wieder ist Deutschland eigentlich ein schönes Versuchslaboratorium für Soziologie, weil wir haben eben wieder den Osten und den Westen und wir haben ganze Landstriche, wo es keine, also ich wirklich in Sachsen, ich habe vor kurzem wieder recherchiert für ein YouTube-Video zum Thema Islam und ich habe da drin folgenden Satz: Die Wahrscheinlichkeit, wenn ich die ganze Elbe lang fahre und mit einem 10-Cent-Stück und das von der Reling schmeiße, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hecht aus dem Wasser springt und das Geldstück frisst, größer als in Sachsen über eine Straße zu laufen und einen Moslem oder eine Muslima zu treffen. Es ist wirklich so gut wie unmöglich. Es sind 0,7% und gerade da hat die AfD ihr stärkstes Ergebnis, während in allen Landkreisen oder Wahlkreisen, wo es sehr, sehr viele Muslime gibt, dort sehen wir genau das Gegenteil, die AfD ist genau dort am allerschwächsten. Und ich glaube, es geht vielleicht nicht so sehr um dieses positive, abstrakte Beispiel und so möchte ich auch nicht verstanden werden. Niemand ist aufgrund der Tatsache, dass er Diskriminierung oder dass er zu einer diskriminierten Gruppe gehört, verpflichtet oder moralisch verpflichtet, als gutes Beispiel herzuhalten. Das ist dieser Gedanke, den finde ich auch pervers, aber er ist trotzdem ein Stück weit moralisch verpflichtet, sich diesem Gedankengut in den Weg zu stellen, weil wir alle verpflichtet sind, uns diesem Gedankengut in den Weg zu stellen. Und da will ich zumindest die Zugehörigkeit zu einer diskriminierten Gruppe als Entschuldigung nicht gelten lassen. Ja, wenn man sagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich werde da wahnsinnig, wenn ich das mache, das lasse ich gelten. Aber nicht, weil man zu einer diskriminierten Gruppe gehört. Das geht nicht. Aber ich glaube, dieser persönliche Kontakt, der ist viel wichtiger als ein positives Beispiel oder dass man irgendwelche Beweise hat, sondern wenn man gezwungen ist, eine emotionale Beziehung zu irgendjemandem zu haben und wenn man das erste Mal positiv von jemandem denkt, der zu einer Gruppe gehört, die man eigentlich als diskriminiert betrachtet oder die man eigentlich diskriminiert, dann ist es schon viel schwerer. Und das ist im Osten eben das Problem, dass die Leute noch nie einen Moslem gesehen haben und dass man ihnen deswegen alles und über diese Gruppe erzählen kann und dass auch in sächsischen Dörfern die Leute noch nie einen Juden gesehen haben. Deswegen können sie denen auch über Juden alles erzählen, was sie wollen. Das ist eine einfache Versuchsbasis, um Vorurteile auszutesten. Also das funktioniert hervorragend. Tolle Antwort. Ganz hinten. Ich wollte gern nochmal auf die Sache, die ziemlich am Anfang war, zurückkommen, jemanden zu überzeugen oder zu überzeugen versuchen, der nicht seiner Meinung ist. Und ein bisschen geht das auch in die Richtung von dem Herrn aus Cambridge über die gemeinsamen Prämissen. Ich finde, das Problem ist, dass man bei den meisten Dingen, über die man spricht oder streitet, also im Zusammenhang auch mit Fake News und Verschwörungstheorien, Dinge sind, die man eigentlich nicht selbst in der Hand hat, die man nicht selbst erlebt hat, sondern wobei man sich auf die Aussagen von anderen bezieht. Es geht also letztlich um Glaubwürdigkeit. Wem glaubt man und warum glaubt man dem oder warum glaubt man nicht? Und insofern ist es ganz schwer zu argumentieren, weil es da ja nicht um Logik geht oder so, ja. Ich war weder bei der Mondlandung dabei, noch beim Holocaust und ich habe auch beim Klima habe ich sozusagen nicht die Hand auf den Fakten, also der Absorptionskoeffizient von CO2 ist nun, was weiß ich, 5, noch was oder 7, noch was. Ja, das kann ich alles nicht sozusagen aus eigener Erfahrung rechtfertigen. Ja. Also es geht darum, wem glaube ich. Und es gibt ja nun eigentlich drei Lösungsmöglichkeiten, die ich sehe. Das eine ist, was für Erfahrungen hat man in der Vergangenheit mit dem oder mit jenem gemacht, der also bestimmte Meinung vertreten hat. Das wäre die eine
Sache, aber das ist schwierig. Ja, also ist ja auch zum Beispiel in der Religion so, dass man eben zunächst im Allgemeinen die Religion seiner Eltern übernimmt, ja, weil man eben davon ausgeht, dass sie einem nichts Böses wollen, ihm nichts bewusst Falsches erzählen oder so etwas. Ja. Und das Zweite, also was für Erfahrungen man mit den Leuten gemacht hat, ja, das Zweite ist, dass man natürlich an bestimmte unbestrittene Autoritäten appelliert, die haben das und das gesagt. Also wenn vielleicht Einstein sich über irgendwas geäußert hat, das nicht gerade zur Physik gehörte, dann wurde das oft auch eben sozusagen so ungefähr, das ist ein kluger Mensch und was weiß ich, da würde er da auch recht haben. Das Dritte ist vielleicht, dass, was weiß ich, Wissenschaft in gewisser Weise so ein bisschen funktioniert wie ein Kreuzworträtsel. Ja? Also da gibt es Dinge, die senkrechte und waagerechte Dinge, die sozusagen miteinander zusammenpassen müssen. Ja? Und da gibt es natürlich also Dinge, die also sehr, sehr klar feststehen und allgemein akzeptiert sind. Ja? Und dann gibt es andere Querverbindungen, die meinetwegen unsicherer sind und so. Das ist, und dass man da irgendwann zu gemeinsamen Prämissen kommt, ja, die unbestritten sind. Aber trotzdem finde ich das Ganze sehr, sehr schwierig und sehr unbefriedigend. Also ich will nur mal noch abschließend ein Beispiel sagen. Ich war, wenn Sie es ganz kurz machen ganz können, kurz, bitte. Ja, ich war also kurz nach 2000, da war irgendwie der Tschetschenienkrieg in im Kaukasus, also ja, im Russland. Und da waren bei uns das eben noch Freiheitskämpfer, ja, und ich kam dann in die Ukraine, die damals noch sehr stark unter russischem Einfluss war, und da kam permanent, wurden da übers Fernsehen, staatlich gesteuerte Fernsehen, also die Gräueltaten und so weiter, ja, und ich fand das ganz schwer, da zu argumentieren oder so, ja, weil es waren alles Dinge, die hatte ich nicht in der Hand, ja. Ja. Okay, ja, verstehe. Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Und ich glaube, das Wichtige ist, wenn man sich in der Debatte mit einem befindet, der wissenschaftlich, der einen anderen, der, wenn es um wissenschaftliche Tatsachen geht, ja, oder um die Frage, ob etwas Bestimmtes stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat, dann ist es auch wichtig, Sie haben es ja selber gesagt, ja, warum, wem glaubt man, aber eben auch die Frage, warum glaubt man einer, warum glaubt man dem und dem anderen nicht? Und das ist ja eine interessante Frage auch an das Gegenüber. Warum glaubst du denn ausgerechnet all denen Wissenschaftler nicht, die in diesem großen Verband drin sind, der sehr anerkannt ist, der auch der einzige Verband dieser Größe oder dieser Bedeutung innerhalb der Wissenschaftler ist? Warum folgst du ausgerechnet denen nicht, sondern Leuten, die über diese Renommiertheit nicht verfügen? Kann es vielleicht sogar was damit zu tun haben, dass die so renommiert sind? Also wogegen richtet sich dein Misstrauen eigentlich? Nur gegen die Leute oder sind das wirklich die Personen, die dort geschrieben haben, denen du misstraust? Oder ist es die Tatsache, dass sie besonders anerkannt sind? Misstraust du dem ganzen System? Und wenn ja, warum? Wie ist das zustande gekommen? Welche Erfahrung hast du mit diesem System gemacht, dass du so enttäuscht bist oder dass du so misstrauisch bist? Das ist ja auch ein interessanter Einstieg. Also ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen oder der Versuchung erliegen, gerade als Wissenschaftler diese Debatte wie mit einem anderen Wissenschaftler lösen zu wollen. Weil das wird, wenn man mit Laien in Kontakt kommt, die sich eine Meinung gebildet haben aus den Quellen, die ihnen zur Genüge zur Verfügung stehen, ob seriös oder unseriös, aber in großer Menge zur Verfügung stehen, mit dem rein wissenschaftlichen Ansatz, den man unter Kollegen und unter Wissenschaftlern pflegt, da wird man nicht weiterkommen. Denn da genau von diesen Grundprämissen, auf die man sich einigen können muss, da werden ja schon wesentliche Sachen überhaupt nicht anerkannt. Also zum Beispiel, wenn es um das wissenschaftliche Arbeiten geht, wie arbeiten wir eigentlich? Welche Voraussetzungen legen wir an? Was lassen wir als Quelle zu und was lassen wir nicht als Quelle zu? Da wird es komplett unterschiedliche Ansätze
Ansichten geben. Und man darf ja auch nicht vergessen, auch diese auch die Informiertheit der Leute, in Anführungsstrichen, die halten sich ja für exzellent informiert, weil sie zum Beispiel, weil es gewisse Themen gibt, über die sie den ganzen Tag lesen. Ja? Und sie müssen ja irgendwann zu der Überzeugung kommen, besser informiert zu sein als der ganze Rest der Welt. Und gerade wenn es sich um exzessive Sachen handelt, von denen sie wirklich, von denen sie überzeugt sind, dass sie besonders wichtig sind, ich sage nochmal, ja, Untergangsfantasien, das sorgt dafür, dass die Leute ihre komplette Freizeit aufopfern, um sich damit zu beschäftigen, mit Hintergründen zu dieser Thematik. Und das heißt, dass sie darüber wahrscheinlich wirklich viel mehr gelesen haben, also ja, außer sie sind jetzt gerade Wissenschaftler auf irgendeinem Gebiet, aber sie haben dazu wahrscheinlich wirklich viel mehr gelesen. Sie haben bloß das Falsche oder sie haben bloß immer wieder das gleiche Zeug gelesen aus immer wieder der gleichen Filterblase. Und das macht die Sache eigentlich noch viel schlimmer. Das heißt, sie haben es da unter Umständen mit Leuten zu tun, die so fest davon überzeugt sind, dass sie recht haben, dass sie sich ein geschlossenes Weltbild zugelegt haben. Und an jemanden mit einem geschlossenen Weltbild kommen sie nicht mehr ran. Das ist vorbei. Und weil sie können, in so einem Fall können sie nicht mehr mit Wissenschaft argumentieren, weil die Wissenschaftler sind alle vom System unterstützt und damit schon nicht mehr glaubwürdig. Den Politikern, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die sind natürlich auch alle gekauft und wir wissen ja und so weiter. Ja, und eigentlich haben die ja auch gar nicht die Macht, das haben ganz andere Leute. Und wenn dieses Weltbild einmal geschlossen ist, dann ist die Diskussion zumindest dahingehend nicht mehr möglich, dass sie das Gegenüber nicht mehr überzeugen können. Das ist nicht möglich. Gut, dann nehmen wir zwei Fragen zusammen, damit es nicht zu spät wird. Ja, Sie zuerst. Ja, erstmal vielen Dank für diese Informationen. Mir fällt auf, dass Sie fast die Jüngste hier sind, oder sogar, und dass das sicherlich eine andere Dringlichkeit hat, weil nicht alle von uns, glaube ich, so im Netz rumturnen, aus guten Gründen. Einige ja, aber nicht alle. Also ich danke Ihnen erstmal für dieses Bild, auch für den Infokrieg, den Sie mir sehr plastisch gemacht haben. Es gibt einen Autor, der mal gesagt hat, der auch gegen das Internet ist, ein älterer Herr inzwischen, der hat gesagt, wenn ich in meinem Dorf einen Idioten habe, kann ich das akzeptieren, weil er Unfug redet. Macht ja nichts, es war der Dorfidiot. Und da sich aber heute alle Dorfidioten zu einem globalen Dorf zusammenschließen im Internet, ist der Effekt ein anderer. Und das ist in der Tat eine Warnung. Und von daher ist das sehr wichtig, was Sie sagen. Ich habe mich Folgendes gefragt. Die Grünen in den 80er Jahren, PDS-Die Linke mit der Rote-Socken-Kampagne damals noch, die doch rausgedrängt wurde und nicht anerkannt war von großen Kreisen der Konservativen heute. Inzwischen aber völlig reputierliche Partei. Glauben Sie, dass unabhängig vom Netz die parlamentarische Praxis, 92 Abgeordnete, die AfD zähmen kann zu einer irgendwie halb gesitteten Zusammenarbeit auf lange Sicht? Also ich meine, es ist so unappetitlich oft, aber ich frage mich das wirklich, ob wir nicht übersehen, dass die lange parlamentarische Praxis etwas ausrichten könnte. Ich würde ganz gerne eine Meinung haben, weil ich habe darauf vor ein paar Jahren, ich war seit drei Jahren wieder in diesem Land, meine Hoffnung gesetzt. Und ich fürchte jetzt, dass ich mich irre, aber ich hätte wahnsinnig gern die Gegenmeinung. Ja, das wäre schon noch möglich. Insofern, als dass, wenn wir es vermeiden würden, der AfD permanent wieder die Gelegenheit zu geben, sich in der Opferrolle zu befinden, wenn wir das vermeiden würden, würde nämlich innerhalb der AfD ein Prozess beginnen, wenn wir anfangen würden, die Parlamentarier, also nur die Parlamentarier, das ist jetzt eine innerparlamentarische Debatte, sich untereinander mit dem gleichen Respekt zu behandeln, den sie auch ihren anderen Kollegen im Parlament entgegenbringen würden. Würde bei der Basis der AfD der Eindruck entstehen, die Partei wäre zu lasch, ja, also würde sich dem System andienen, das ist die größte Gefahr sozusagen, deswegen machen die Parlamentarier ständig solche Sprüche, um eben genau ihrer Basis zu beweisen, nein, also wir lassen uns hier nicht, wir lassen uns nicht einhegen, wir lassen uns nicht, wir essen uns hier nicht an Schnittchen satt und werden sozusagen gezähmt. Wenn man aber von außen diesen Eindruck aufzwingen würde, das würde zu ganz starken Verwerfungen innerhalb der AfD führen und das könnte dazu führen, dass die AfD-Anhänger eine Glaubwürdigkeitskrise bekommen. Also das ist auch wieder ein strategisches Argument,
Aber ich halte diesen Rest schon wieder, ist der Respekt, den man jemandem gegenüberbringt, auch aus strategischer Sicht wichtig. Das ist wirklich erstaunlich, wie oft das zutrifft. Und die Dame da hinten. Ich wollte Ihnen, vielen Dank, also ich bin sehr, sehr dankbar für diese Veranstaltung hier. Ich wollte Ihren Hinweis auf die, auf den Infokrieg aufgreifen. Und zwar manchmal hilft es ja, danach zu gucken, wer bezahlt diesen Krieg und wer ist im Generalstab. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat die AfD sich kürzlich mit Steve Bannon getroffen. Der Autor des Buches Fire and Fury sagt, dass Donald Trump gewählt werden konnte, ist maßgeblich auch auf Steve Bannon und seine Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen. Und haben Sie sich auch mal mit dem Thema psychologische Kriegsführung beschäftigt und inwieweit da eventuell eben zum Beispiel auch Geheimdienste eine Rolle spielen, die, soweit ich weiß, das ist von einem Potsdamer Geschichtsprofessor auch nachzulesen, die CIA hat während des Kalten Krieges rechtsextreme Jugendgruppen zum Beispiel unterstützt. Ja, ja, Steve Bannon, wir sind haarscharf, wenn es nicht noch kommt, aber vorerst sind wir haarscharf an einer europäischen Variante von Fox News vorbeigeschrammt. Das war nämlich Bannons Idee und er hätte das mit der, wenn die Unterstützung des Präsidenten weiterhin gehabt hätte, wäre das wohl auch möglich gewesen, finanziell. Es wurde durchgerechnet, man hat sich schon auf Spendensuche danach gemacht, also dass wir kein Fox News in Europa haben, das ist wirklich nur hauchdünn verhindert worden und das hätte uns alle in noch ganz andere Schwierigkeiten gebracht. Aber ja, Bannon ist eine ganz zentrale Figur in diesem Infokrieg. Ich meine, eine der Plattformen, in denen er hauptsächlich mit oder in die ihm am nächsten stehen, heißt nicht umsonst Infowars. Ja, also das ist das deutlicher kam, das ist die Kriegserklärung. Ja, also das ist ganz deutlich zu sehen. Und ja, auch nochmal, ich möchte nochmal an den vorherigen Fragesteller, ich würde noch einen Appell Ihnen dalassen, falls Sie noch nicht in den sozialen Netzwerken sind, es gibt genug Gründe, Ihnen nicht beizutreten, ich würde Sie trotzdem darum bitten, das zu machen, weil lassen Sie den Rest bitte mit den Idioten da nicht alleine, weil das ist, wäre, wenn alle anderen weggehen, dann ist das nicht gut, wenn die Unbedarften mit den bösartig, böse Meinenden alleine gelassen werden, ist das keine gute Sache. Ja, also von daher würde ich Sie dazu ermuntern wollen, sich Accounts in den sozialen Netzwerken zuzulegen. Ich erlaube mir eine allerletzte Frage. Bitte. Das Buch ist mit Recht erfolgreich. Ich gehe davon aus, dass Sie jetzt das Jahr durch einfach Lesereise und Interviews und etc. gemacht. Was haben Sie jetzt vor? Ich schreibe an einem zweiten Buch, das nichts mit der AfD zu tun haben wird. Es wird um die politische Jugend gehen, die wir gerade weltweit, aber eben vor allem in Deutschland und Europa sehen. Da werde ich ein Buch zu machen. Vom dritten reden wir noch nicht, da reden wir, wenn es soweit ist. Mein YouTube-Kanal wird ja von Funk unterstützt, also von den Öffentlich-Rechtlichen. Also wenn Sie sich dann einen YouTube-Account zugelegt haben, würde ich mich auch über ein Abo freuen. es gibt... Und Sie bekommen viel, also man sieht Ihre YouTube-Filme viel, nehme ich an. Naja. Also noch nicht genug, aber ich bin ja auch noch nicht so lange dabei, drei, vier Monate. Also wenn ich das richtig verstehe, machen Sie also diese Aufklärungsarbeit, die Sie machen jetzt auf andere Formen weiter? Genau, ja, sozusagen. Wunderbar, ich kann Ihnen nur sehr viel Glück dabei wünschen. Dankeschön und vielen Dank für die Einladung.